Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Plenarsitzung. Es gibt einige Umstellungen in der Tagesordnung, auf die ich Sie gerne aufmerksam machen möchte. Sie werden in der Zusatzpunkteliste aufgeführt. Die zusätzlich aufgesetzten Punkte, von denen von der Frist für den Beginn der Beratungen soweit erforderlich, aber wie üblich abgewichen werden soll, der Tagesordnungspunkt 19a. Hier geht es um die Beratung des Antrags mit dem Titel für eine faire finanzielle Verantwortungsteilung bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen, soll zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 5 aufgerufen werden. Die Tagesordnungspunkte 19b und c. Hier geht es um Anträge zur Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer und zu einer geforderten Umkehr in der Asylpolitik werden abgesetzt. Die Tagesordnungspunkte 14 und 22 tauschen unter Beibehaltung der vereinbarten Redezeiten ihre Plätze. Schließlich mache ich noch auf eine nachträgliche Ausschussüberweisung im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam und frage Sie, ob Sie mit diesen Veränderungen einverstanden sind. Das ist offensichtlich der Fall. Dann haben wir das so beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3d. Hier geht es um die Beratung mehrerer Vorlagen zur Untersagung und zur Risikominimierung bei Verfahren der Fracking-Technologie sowie zur Ausdehnung der Bergschadenshaftung und zur Reform des Bundesberggesetzes. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 96 Minuten vorgesehen. Auch dazu höre ich keinen Widerspruch. Also können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin, Frau Dr. Hinrichs. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abweichend von der Tagesordnung kurz eingehen auf die erfolgreiche Trilogverabredung, die vorgestern Abend in Brüssel getroffen worden ist zur Reform des europäischen Emissionshandels. Wenngleich das nicht unmittelbar zu unseren Tagesordnungspunkten gehört, so hängt es eben doch zusammen, nämlich in der Frage der Energienutzung und des Umgangs mit unserer zukünftigen Energiepolitik. Und ich kann es nur als großen Erfolg der Bundesregierung insgesamt bezeichnen, dass es uns gelungen ist, das so auf die Schiene zu setzen, dass es ab dem Jahr 2019, beginnend 2019, positiv wirken wird und wir den Emissionshandel wieder auf vernünftige Füße setzen, sodass er seine Wirkung erzielen kann. Eben auch vor dem Hintergrund dieser Debatte kann man in dem Zusammenhang sagen, wir brauchen keine neuen fossilen Energiequellen. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ja, genau, Herr Krischer, weil wir es uns aber nicht so leicht machen wie Sie, werde ich Ihnen jetzt begründen, warum wir Ihnen gleichwohl einen Gesetzesvorschlag vorlegen, genau genommen ein Gesetzespaket, also mehrere Vorschläge, die das Fracking in Deutschland regeln sollen und dem Fracking in Deutschland sehr enge Grenzen setzen sollen. Das haben wir nämlich bisher nicht. Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Unsere erste Priorität ist selbstverständlich der Schutz des Trinkwassers und damit der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Es handelt sich hier um eine durchaus offene Debatte, das werden wir auch heute in der Debatte ja mitbekommen, die auch in den verschiedenen Fraktionen durchaus unterschiedliche Positionen deutlich werden lässt. Ich will Ihnen von mir aus sagen, aber das ist ja selbstverständlich sowieso das Recht des Deutschen Bundestages, aber ich will Ihnen von mir aus sagen, ich bin sehr offen für weitergehende Vorschläge, die meinen Intentionen noch weiter entsprechen und die gleichwohl Rechtssicherheit nicht vermissen lassen. Deswegen bin ich gespannt auf die Debatte, mit der wir es zu tun haben, die ja heute eingeleitet wird im Deutschen Bundestag und die wir dann vor der Sommerpause gemeinsam beenden werden. Es ist selbstverständlich klar, dass das Parlament seinen Einfluss wahrnimmt und es zeigt, dass wir alle gemeinsam die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Deshalb bitte ich darum, dass wir eine ehrliche Debatte führen, eine Diskussion mit offenem Visier im parlamentarischen Verfahren. Wie gesagt, für weitergehende Vorschläge bin ich selbstverständlich offen. Gestatten Sie mir zur Einbringung des Gesetzes auf einige Punkte hinzuweisen. Erstens, wir beenden nach vielen Jahren einen Zustand, in dem das Fracking auf einer unzureichenden rechtlichen Grundlage bis jetzt noch steht. Wir führen sehr strenge Regeln ein, wo bislang keine klaren Regeln gegolten haben.
meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir ermöglichen eben nichts, was bislang verboten gewesen wäre, sondern im Gegenteil. Wir verbieten vieles, was bislang nicht rechtssicher verboten werden konnte. Die heutige Rechtslage ist so, dass jedes Unternehmen, das einen Antrag bei der zuständigen Bergbehörde eines Landes gestellt hätte, diesen Antrag im Zweifelsfall vor den Verwaltungsgerichten positiv hätte durchfechten können, weil wir praktisch keine Begrenzungen haben. Das ist die Ausgangslage, von der wir ausgehen, und das müssen wir uns bitte alle noch mal vergegenwärtigen. Deshalb, es wird in Zukunft ein weitreichendes Verbot in schützenswerten Gebieten geben, insbesondere in allen Trinkwassergewinnungsgebieten. Es wird weitergehende Möglichkeiten der Länder geben, weitere. Es wird doch. Wir haben vielleicht den Entwurf noch nicht richtig gelesen. Es wird weitergehende Möglichkeiten der Länder geben, weitere Schutzgebiete auszuweisen. Und es wird das unkonventionelle Fracking zu kommerziellen Zwecken zunächst nur für Probebohrungen unter strengen Voraussetzungen zugelassen. Das ist der Gegenstand dieses Gesetzes. Die Bergbau- und die Wasserbehörden sind gemeinsam verantwortlich, müssen also einvernehmlich genehmigen, auch diese Probebohrungen. Und wenn es denn dann später mal zu kommerziellen Bohrungen käme, müssen die gemeinsam, also einvernehmlich genehmigen. Wir führen erstmals eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung ein, und zwar für das schon seit langem bestehende konventionelle Fracking, genauso wie für das unkonventionelle Fracking. Wir werden, ja, bestreiten Sie es bitte nicht, lesen Sie doch einfach den Gesetzentwurf. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Union, ich bin gerne bereit, auf weitergehende Monita und Petita einzugehen. Versuchen Sie das dann aber bitte zunächst in Ihrer Koalition zu klären, was Ihre Koalition im Ihre Fraktion im Gesetzgebungsverfahren einvernehmlich noch einbringen will. Wenn es da eine Verständigung gibt mit der anderen Koalitionsfraktion, werden Sie in mir sicherlich keine Gegnerin finden. Aber die erste Voraussetzung ist, dass die Union unter sich klar wird, was sie möchte. Wir führen eine strenge Überwachung und ein intensives Grund- und Oberflächenwassermonitoring ein. Es wird verboten, lieber Kollege Mattfeld, auch wenn Sie das Gegenteil behaupten, verboten wird die unterirdische Verpressung von Lagerstättenwasser beim konventionellen Fracking, was es bisher gab. Es wird verboten, auch wenn Sie das Gegenteil bisher gesagt haben. Und wir führen die Umkehr der Beweislast bei Bergschäden ein. Auch das kommt den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere in den Regionen, in denen es ja schon lange das konventionelle Fracking gibt, entgegen. Denn das wird ja auf jeden Fall weiter stattfinden. Davon gehen wir, wie ich annehme, gemeinsam aus. Des Weiteren, wir wollen, dass an dem gesetzlichen Rahmen eben nicht juristisch gerüttelt werden kann. Wir wollen möglichst Rechtssicherheit herbeiführen. Ganz sicher kann man wie natürlich nie sein, das wissen wir alle. Wir wollen möglichst Rechtssicherheit herbeiführen. Wir müssen uns fragen, soll der Staat Technologien pauschal verbieten, selbst wenn sie nicht ausreichend erforscht sind? Es ist doch, wir alle sind daran gebunden, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss im Auge behalten werden. Und Fracking zum Beispiel auch, findet zum Beispiel auch, und das ist, daran sind viele von Ihnen ja auch interessiert, in der Geothermie statt. Denn geothermische Methoden ohne Fracking gibt es gar nicht. Und dann braucht es auch zur Erschließung von Heilquellen. Da gibt es auch wieder Interessen, die völlig auf der Hand liegen, dass man das in diesem Zusammenhang auch nicht verbieten will. Also die Technologie als solche ist nicht einfach verbietungsfähig. Dann müssten Sie sich auch von Heilquellenerschließung und von Geothermie verabschieden. Die Technologie als solche ist nicht verbietungsfähig. Unser Vorschlag, das ist nicht unter meinem Niveau. Sie müssten sich, liebe Frau Göring-Eckardt, klar werden, dass Geothermie nur mit Freckvorgängen überhaupt erschlossen werden kann und dass auch Heilquellenerschließung nur mit Freckvorgängen erschlossen werden kann. Mehr habe ich nicht gesagt. Die Technologie als solche ist unter diesem Gesichtspunkt nicht vollständig verbietungsfähig. Wir müssen sie regeln, und das genau ist der Ansatz dieses Gesetzes. Und unser Vorschlag ist also, in einem sehr, sehr engen Rahmen tatsächlich Forschungsvorhaben zu ermöglichen, damit wir die Grundlage für politische Entscheidungen verbessern können. Es geht nicht darum,
Technik zu verbieten, weil wir als Politiker oder weil der Staat meinte, er sei eben der bessere Wissenschaftler. Unsere Aufgabe ist es, feste Regeln, die einen größtmöglichen und zugleich rechtssicheren Schutz unserer Umwelt und unserer Gesundheit gewährleisten, hier miteinander zu verabreden. Dies schlagen wir vor. Als Klimaministerin darf ich Ihnen durchaus noch ergänzen, ich habe große Zweifel daran, dass wir diese Technik unter energiepolitischen Gesichtspunkten brauchen. Wir werden sicherlich in absehbarer Zeit, vielleicht werden wir es nicht mehr alle erleben, aber wir werden in absehbarer Zeit das Zeitalter der fossilen Rohstoffe beenden. Ich bin auch nicht sicher, ob die Fracking-Technologie im kommerziellen Sinn tatsächlich eine Zukunft in Deutschland hat, ob es ein kommerzielles Interesse daran gibt, sie überhaupt in dem unkonventionellen Bereich zur Anwendung zu bringen. Und gleichwohl, wir haben jetzt einen unsicheren Rechtszustand, einen völlig offenen, unsicheren Rechtszustand. Und mir liegt daran, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und deswegen klare Regeln einzuziehen. Herzlichen Dank. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat diese Debatte hier eröffnet. Es ist die erste Lesung von mehreren Gesetzes- und Verordnungsentwürfen für die Verschärfung des Berg- und Wasserrechts. Und das wiederum soll das Fracking in Deutschland neu regeln. Erster Redner für die Opposition ist Hubertus Zebel für die Linksfraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auch auf eine ergebnisoffene Debatte hier über das Thema Fracking. Und wir werden ja sehen im Laufe der weiteren Beratungen, wie weit die Koalition tatsächlich ist, die Debatte ergebnisoffen zu führen, wie es Frau Ministerin Hendricks ja gerade einleitend auch eingefordert hat. Fracking ist eine Gefahr für Mensch und Natur. Fracking verunreinigt das Grund- und Trinkwasser durch Chemikalien, aufsteigendes Methan und Lagerstättenwasser. Fracking und die Verpressung von Lagerstättenwasser können Erdbeben hervorrufen, wie ja jüngst auch in den USA nachgewiesen worden ist, wissenschaftlich. Die Entsorgung des mit radioaktiven Isotopen, Quecksilber und Benzol belasteten Flowbacks, der gefährlichen Mischung aus Lagerstättenwasser und Freckflüssigkeiten, ist ungeklärt. Und die Klimabilanz von gefrecktem Erdgas ist miserabel, teilweise sogar miserabler als Braunkohle. Ähnlich wie bei der Atomenergie ist mit hohen Folgekosten zu rechnen, etwa für Erdbebenschäden, verseuchtes Grundwasser, zerstörte Ökosysteme und die Mondlandschaften durch Frackingbohrungen auf engstem Raum. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Risiken, die von Fracking ausgehen. Das zeigen insbesondere auch die Erfahrungen in den USA, wo es ja tatsächlich im Gegensatz zu Deutschland schon wissenschaftliche Forschungen und Ergebnisse auf dem Gebiet gibt. Angesichts dieser Risiken wäre es unverantwortlich, Fracking selbst unter Einsatz ungefährlicher Freckflüssigkeiten und unter verschärften Auflagen zu erlauben. Daher fordert die Linke ein gesetzliches Fracking-Verbot ohne Ausnahmen. Und wir stehen damit nicht allein. Nicht nur in den Kommunen, wo zahlreiche Bürgerinitiativen und sogar Kommunen selber per Ratsbeschluss Entscheidungen gegen Fracking herbeigeführt haben, sondern auch die Länder Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bremen überzeugt der Regierungsentwurf nicht. Auf Ihre Initiative hin dieser Länder hat der Umweltausschuss des Bundesrats ebenfalls ein konsequentes Fracking-Verbot beantragt. Das können wir nur unterstützen. Anders als Sie ständig behaupten, Frau Ministerin Hendricks, ist ein gesetzliches Fracking-Verbot sehr wohl möglich. In einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem Jahre 2011 war bereits zu lesen, und ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, Zitat, ein Verbotsgesetz könnte aber auch gerechtfertigt sein, wenn der Gesetzgeber zur Eindämmung aus seiner Sicht bestehender Risiken des Fracking ein Verbot zum Schutz von Mensch und Umwelt für erforderlich hielte. Ich denke, das ist klar genug, das ist gesetzlich möglich, Fracking ohne Ausnahmen zu verbieten. Und die Frage ist, warum passiert es nicht? Und es sind ausgerechnet die beiden sozialdemokratischen Minister, Frau Ministerin Hendricks und Herr Wirtschaftsminister Gabriel, die jetzt dieser Fracking-Lobby ein Geschenk machen wollen. Auch das muss deutlich werden.
Entgegen den Behauptungen nämlich von den Ministern hat die Bundesregierung einen Entwurf für ein reines Pro-Fracking-Gesetz jetzt vorgelegt. Dadurch soll Fracking auf 3/4 der Fläche Deutschlands möglich sein, und zwar uneingeschränkt für die Erdöl- und Metallgewinnung. Das wird häufig gar nicht erwähnt. Uneingeschränkt für die Erdöl- und Metallgewinnung. Und auch die Gasförderung im Sandgestein, das sogenannte Tight Gas, wird ausdrücklich und in jeder Tiefe erlaubt, obwohl es nie ein systematisches Umweltmonitoring der bisher durchgeführten Vorhaben, wie zum Beispiel in Niedersachsen, wo ja immer wieder darauf abgehoben wird, gegeben hat. Warum machen Sie nicht erstmal dort die Forschung über Jahre und dann können wir sehen, wie es damit aussieht? Insofern entlarvt sich auch das dauernde Fordern nach Forschungsmaßnahmen als das, was es ist. Es soll davon ablenken, dass hier ein Frackingsermöglichungsgesetz durch den Bundestag gebracht werden soll. Außerdem, Frau Ministerin Hendricks, erfinden Sie kurzerhand den Fantasiebegriff des konventionellen Frackings, wohl wissend, dass Technik und Risiken des Frackings unabhängig von Gesteinsformation und Tiefe die gleichen sind. Tiefer als 3000 Meter soll ohnehin jegliches Fracking erlaubt werden. Und dabei verschweigen Sie, Frau Ministerin, öfter, manchmal systematisch, dass es gerade unterhalb von 3000 Metern jede Menge Erdgas zu fracken gibt. Oberhalb dieser willkürlich festgelegten 3000-Meter-Grenze soll Fracking im Schiefergestein oder in Kohleflözen angeblich untersagt werden. Doch auch diese Behauptung der Bundesregierung zerplatzt wie eine Seifenblase bei genauerem Hinschauen. Denn mit der geplanten Durchführung angeblich wissenschaftlich begleitender Probebohrungen in diesen Bereichen wird die kommerzielle Nutzung vorbereitet. Bei diesen wissenschaftlichen Bohrungen dürfte es sich in der Regel um gewöhnliche Aufsuchungsbohrungen handeln, den ersten Schritt zur kommerziellen Nutzung. Von einem Fracking-Verbot kann also keine Rede sein. Die kommerzielle Schiefer- und Kohleflözgewinnung oberhalb von 3000 Metern stellen Sie unter den Vorbehalt einer 6-köpfigen Kommission, deren Zustimmung jedoch als sicher gilt. Und viele von Ihnen, den Vertretern, die Sie nennen wollen, sind als industrienah bekannt. Die Umweltverbände und andere Vertreter der Zivilgesellschaft, welche die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten, sind hier nicht vertreten. Ich finde das einen absoluten Skandal und sage, diese Kommission muss auf jeden Fall weg. Wenn das so kommen sollte mit der Kommission, könnte dann ab Ende 2018 sämtliche Arten von Erdgaslagerstätten in allen Tiefen durch Fracking kommerziell erschlossen werden. Insofern darf es nicht wundern, dass der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und der Bundesverband der deutschen Industrie die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz- und Verordnungsentwürfe zum Fracking begrüßen. Und das aus gutem Grund. Mit dem Regelungspaket wird für die Konzerne erst die Rechtssicherheit hergestellt, um gegen den erklärten Willen der Bevölkerung fracken zu können. Denn was Sie auch gerne nicht erwähnen, ist, dass die existierenden Ländermoratorien durch das geplante Recht ausgehebelt werden. Und die Möglichkeit eines Unternehmens, vor einem Verwaltungsgericht problemlos eine Genehmigung für Fracking zu erstreiten, wird durch Ihre Pläne erst geschaffen, Frau Hendricks. Weil bisher klagt ja keiner. Warum wohl? Wenn jetzt Rechtssicherheit hergestellt wird, kann geklagt werden. Außerdem ist zu bemängeln und festzuhalten, dass die Folgekosten wieder einmal sozialisiert werden sollen. Denn entgegen Ihrer Beteuerung, Frau Ministerin, gibt es bei den Änderungen des Werkschadensrechts gerade keine wirksame Beweislastumkehr. Denn es kann durchaus nach wie vor passieren, dass zum Beispiel Erdbeben entstehen. Und diese Erdbebenregelungen, die in ursprünglichen Entwürfen noch vorgesehen worden waren, die sind inzwischen wieder rausgestrichen worden im Laufe des weiteren Verfahrens. Man könnte noch viel sagen, auch im Rahmen der Zeit, über geostrategische Zusammenhänge und Ähnliches. Dafür wird Zeit sein in den Ausschussberatungen. Auch diese Fragen spielen eine Rolle, eben auch den Niedergang des Frackings in den USA und Ähnliches. Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Diskussionen. Und viele von Ihnen, insbesondere diejenigen, die in ihren Wahlkreisen versprochen haben, dass sie sich im Bundestag gegen Fracking einsetzen werden, stehen schon gehörig unter genauerer Beobachtung der Bürgerinitiativen und der Parteibasis. Das gilt für die Abgeordneten der CDU wie für die SPD genauso gewisserweise. Herr Kollege, und ich bin neugierig auf die von Ihnen angekündigten Anträge, Herr Mattfeld und Herr Schwabe. Bisher liegt ja noch nichts vor. In diesem Sinne sagen wir zusammenfassend, kein Fracking,
ohne Ausnahmen kein Fracking. Wir stehen an der Seite der Bürgerinitiativen vor Ort, die sich gegen Fracking ausgesprochen haben, für ein Frackingverbot ohne Ausnahmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hubertus Stäbel für die Linksfraktion. Er ist dort nicht nur Sprecher für den Atomausstieg, sondern hat hier auch noch mal deutlich gemacht, dass er auch ganz deutlich gegen jede Form von Fracking ist. Die gegenteilige Argumentation werden Sie jetzt hören von Joachim Pfeiffer, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, auch wenn er mit dieser Position nicht alle seiner Unionsabgeordneten Kollegen vertritt. Wenn man hier die Linken hört und auch die Grün hört, dann könnte man meinen, Fracking. Die Zwischenrufe von Herrn Grischer waren ja nicht zu überhören. Und Sie äußern sich ja im Vorfeld und auch außerhalb des Hauses. Und da kann man ja den Eindruck haben, Fracking ist ein Selbstzweck. Deshalb ist es vielleicht manchmal ganz gut, mal eine Einordnung vorzunehmen, um was es eigentlich geht. Auch wenn wir den Umbau der Energieversorgung in Deutschland mit Energieeffizienz, Energieeinsparung um 50% bis 2050 und dann den Rest mit erneuerbaren Energien möglichst zu decken, erreichen, dann werden konventionelle Energien trotzdem sowohl im Strom als auch im Gebäude, bei der Heizung und im Verkehrsbereich weiterhin eine Rolle spielen. Und wenn die eine Rolle spielen, um beispielsweise, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, die entsprechende Regelenergie oder die entsprechende Grundlast zur Verfügung zu stellen, dann brauchen wir auch weiterhin konventionelle Energien. Und wenn wir die Klimabilanz anschauen, dann ist es so, dass Gas im Grundsatz deutlich bessere CO2-Bilanz beispielsweise hat, als das andere konventionelle Energien hat. So, und wenn wir dann Gas in Deutschland haben, dann sind wir, glaube ich, gut beraten, uns auch zu überlegen, ob wir diese Potenziale auch in Zukunft nutzen. Wie ist die Situation weltweit? Die USA wurden angesprochen. In der Tat hat dort eine Revolution stattgefunden. Und zwar nicht in der konventionellen Gasförderung, sondern in der nicht konventionellen, unkonventionellen Schiefergasförderung. Die USA sind vom größten Energieimporteur zum Selbstversorger und jetzt zum Energieexporteur geworden. In diesem Jahr werden die USA beginnen, Gas aus unkonventionellen Lagerstätten zu exportieren in die Welt. Und nach jetzigem Stand ist es so, dass die auf Jahrzehnte, wenn nicht über 100 Jahre, was neueste Untersuchungen zeigen, damit energieunabhängig werden. Und auch wir in Deutschland haben Potenziale. Anfang der 90er Jahre hatten wir noch ein Viertel unserer Gasförderung oder des Gasbedarfs von rund 100 Millionen Kubikmeter entsprechend aus heimischer Förderung. Heute sind es nur noch 10%. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir an konventionellen Reserven haben, dann sind es gerade mal noch 150 Milliarden Kubikmeter. An unkonventionellen Potenzialen gibt es aber in Deutschland 1,3 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, wir könnten 13 Jahre eine Vollversorgung aus heimischen Quellen sicherstellen oder den jetzigen Bedarf oder die jetzige Förderhöhe Eigenförderung vor 130 Jahren gewährleisten. Deshalb sind wir, glaube ich, gut beraten, nicht von vornherein Technologien und Potenziale auszuschließen, sondern uns die ganz genau anzuschauen. Wie ist die Situation? Es wird davon gesprochen, dass wir Rechtsunsicherheit hätten. Wir haben im Moment keine Rechtsunsicherheit. Wir haben ein Bergrecht, was nach heutiger Rechtslage Fracking sowohl im konventionellen Bereich als auch im nicht konventionellen Bereich ermöglicht. Das ist die Situation. Und alles andere, was behauptet wird, dieses wäre ein Fracking-Ermöglichungsgesetz, ist falsch, und zwar bewusst eine Falschbehauptung der Linken und der Grünen, die sie dort in den Raum stellen, um die Leute irre zu führen. Das Gegenteil ist der Fall. Mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, schränken wir und verschärfen wir massiv die Anforderungen gegenüber dem, was bisherige Rechtslage ist. Was wird genau genommen oder was wird entsprechend unternommen? Im konventionellen Bereich, im Tidegas, wo es im Übrigen seit Anfang der 60er Jahre, ist erwähnt worden, in Niedersachsen der
niedersächsische Wirtschaftsminister und Zuständige ist ja auch hier, gab es über 300 Fracking-Fälle, die im Teitgar stattfinden. Und im Moment ist festzustellen, dass in Niedersachsen die Förderung zurückgeht, weil auch im Teitgas im Moment keine neuen Vorhaben umgesetzt werden. Und wir schaffen jetzt Rechtssicherheit im konventionellen Bereich, aber nicht nur im Status quo, sondern auch im konventionellen Bereich wird der Rechtsrahmen erheblich ausgeweitet, indem es die Ausschlussgebiete ausgeweitet werden, indem zukünftig bergrechtliche Genehmigungen nur im Einvernehmen mit der Wasserbehörde erfolgen. Und die Ministerin hat es angesprochen. Der Wasserschutz ist für uns nicht verhandelbar und hat oberste Priorität. Und deshalb verschärfen wir auch im konventionellen Bereich hier die geltende Rechtslage, auch was den Umgang mit Lagerstättenwasser, Bergschadensrecht und anderes anbelangt. Was machen wir jetzt im unkonventionellen Bereich, im Schiefergasbereich? Da wir anders als in den USA, wo nicht nur geforscht wird, sondern in den USA wird es großtechnisch angewendet, Tausende, Zehntausende von Fracking-Maßnahmen und Projekten sind dort im Gange, ohne dass dort größere Schäden eingetreten sind. Ja, ich war schon dort. Es waren ja auch Grüne schon dabei. Und vor Ort wollten sie es dann nicht wahren. Aber wie auch immer, ohne dass größere Schäden eingetreten sind. Trotzdem sagen wir, wir wollen in der jetzigen Situation in Deutschland nicht, dass konventionell entsprechend gefrackt wird, sondern wir wollen jetzt in Deutschland erproben und die geologischen Formationen untersuchen, ob hier Fracking unbedenklich ist. Deshalb gibt es hier einen Vorschlag, in den nächsten 3 Jahren entsprechend diese Erprobungsmaßnahmen zu machen. Wir können uns vorstellen als Unionsfraktion, dass wir die auf die entsprechenden geologischen Schichten und auch auf eine bestimmte Zahl auch begrenzen in der weiteren Verhandlung. Da sind wir offen, da können wir drüber sprechen. Damit deutlich wird, es geht um Erforschung, es geht um Wissenschaft, es geht darum, im Land der Tüfter und Denkler keine Denkverbote zu erlassen, keine Technologieverbote zu erlassen, sondern entsprechend zu erproben mit Maß und Ziel und in aller Ruhe, ob Fracking auch im nicht konventionellen Bereich, also im Schiefergasbereich in Deutschland unbedenklich und möglich ist. Und da nehmen wir uns entsprechend die Zeit. So, und wir begleiten dies mit einer Expertenkommission. Diese Expertenkommission entscheidet aber nicht, ob zukünftig kommerziell in Deutschland Schiefergas gefördert wird oder nicht, sondern diese Expertenkommission begleitet diesen Forschungsprozess der nächsten Jahre. Und diese Expertenkommission ist ja sicher, wenn Sie die Zusammensetzung anschauen, nicht verdächtig, pro Fracking von vornherein zu sein. Ganz im Gegenteil. Das Umweltbundesamt und andere, die dort drin sind, haben da sicher entsprechend schon anders eingelassen. Es sind selbstverständlich auch die Wasserbehörden mit dabei oder die wissenschaftlich damit befassen. Es ist selbstverständlich ja auch klar, dass die Bergrechtskompetenz dort auch vertreten werden muss. Diese Kommission gibt lediglich dann eine wissenschaftliche Einschätzung ab, ob Fracking in bestimmten Gesteinsformationen, da gibt es verschiedene in Deutschland, deshalb braucht man an verschiedenen Stellen auch diese Probe, ob die dort unbedenklich sind oder nicht. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass sie unbedenklich sind, wenn sie bedenklich sind, dann wird es keine kommerziellen Vorhaben geben. Wenn sie unbedenklich sind, dann tritt der Rechtsstaat wieder in Kraft. Dann haben wir ein normales Genehmigungsverfahren nach Bergrecht, was dann in Zukunft auch im Einvernehmen mit den Wasserbehörden entsprechend erfolgt. So wie wir es bei jedem anderen Planfeststellungsverfahren im Energie-, im Rohstoffbereich, im Verkehrsbereich auch haben. Das ist das Normalste der Welt und überhaupt kein Skandal, sondern das genaue Gegenteil. Wir nehmen die Bedenken, die Ängste der Bürger ernst. Aber wir nehmen sie
ernst, indem wir sagen, wir gehen dem nach und versuchen, sie zu objektivieren. Und wenn sich herausstellt, dass es unbedenklich ist, dann kann man auch in der Sache überzeugen. Und da erwarte ich auch von allen hier im Haus, auch von den Grünen, auch von den Linken, dass sie sich dann objektiven Abwägungen entsprechend stellen und sagen, jawohl, wenn es objektiv zum Ergebnis kommt, dann sind wir auch der Meinung, dieses zu akzeptieren. Aber nicht von vornherein zu sagen, wenn Sie überhaupt nicht wissen, was erprobt werden soll, wo es erprobt werden soll, wie das Ergebnis ist, von vornherein zu sagen, wir machen das nicht. Das geht mit der Union nicht. Und wir nehmen deshalb die Befürchtungen ernst, aber wir kanalisieren sie und wir gehen dem objektiv nach. Ja, wir gehen dem objektiv nach. Und wenn dann die Dinge abgewogen werden, dann kann nach dem normalen Genehmigungsverfahren das umgesetzt werden. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, in dieser Frage hier so emotional und so unsachlich zu agieren, wie zum Teil bei dem Thema Fracking argumentiert wird. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf eine konstruktive Beratung in den Ausschüssen und auf die weitere Diskussion, damit wir Deutschland auch aus Versorgungssicherheitsgründen fit machen und entsprechend dies mit den erneuerbaren Energien durchaus auch sinnvoll kombinieren. Und da ist Fracking und die unkonventionelle Gasförderung eine Möglichkeit. Herr Kollege, und die Ministerin hat es angesprochen, ob sie kommerziell dann kommt, ist neben der Unbedenklichkeit auch eine Frage, ob sich es auch wirtschaftlich rechnet. Aber auch dieses wissen wir heute nicht. Und deshalb wollen wir es erproben. Vielen Dank. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, mit einem Plädoyer für das Fracking. Und da wird es nachher noch eine etwas kritischere Haltung geben, wenn Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion hier ans Pult geht. Jetzt erstmal eine mutmaßlich sehr ablehnende Position, nämlich die von Oliver Krischer, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Das war eine Rede an Ihre eigene Fraktion, weil da kommt doch der Widerstand von dem Fracking in den Wahlkreisen her. Überall, wo ich im Land unterwegs bin, da erlebe ich, dass Kollegen von der CDU, von der Union, dass schwarze Bürgermeister den Widerstand bei Fracking leisten, noch die Greenpeace-Aktivisten über links überholen und kritischer sind. Sie müssen doch da in Ihren eigenen Reihen gucken und nicht hier so tun, als ob das ein Problem von Opposition wäre. Meine Damen und Herren, Fracking. Das ist eine Risikotechnologie, die eine unserer wichtigsten natürlichen Ressourcen, unser Trinkwasser, in unverantwortlicher Weise gefährdet. Und meine Damen und Herren, in den USA, das ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden, kann sich jeder und jede ansehen, zu welchen Umweltzerstörungen das führt. Und man muss kein Prophet sein, dass dieser kurzfristige Gasboom, dass die USA das noch teuer bezahlen werden müssen, dass sie im wörtlichen Sinne den Giftmix ausbaden oder im schlimmsten Falle sogar austrinken müssen. Meine Damen und Herren, das wird nachfolgende Generationen belasten. Und das wollen wir in Deutschland, in Europa nicht, meine Damen und Herren. Und ich sage auch ganz klar, Fracking ist die neue Eskalationsstufe der fossilen Energiegewinnung. Es ist auch wegen der miesen Klimabilanz, auch wegen der miesen Klimabilanz, keine Option für eine nachhaltige Energieversorgung. Es ist die Rolle rückwärts ins fossile Zeitalter. Wir brauchen keine Investitionen in Fracking. Wir brauchen Investitionen in Erneuerbare und Energieeffizienz. Und meine Damen und Herren, jetzt würde man ja denken, dass im Energiewendeland Deutschland diese Entscheidung klar ausfällt. Dass man, wie die Umweltministerin es ja selber sagt, keine Investitionen mehr in fossile Energiegewinnung braucht, die nicht zukunftsfähig ist. Aber was passiert? Sigmar Gabriel und Frau Hendricks legen hier einen Gesetzentwurf vor, der ein Fracking-Ermöglichungsgesetz ist, der auf mindestens 2/3 der Landesfläche Fracking zulässt, der sogar zulässt, dass unter Nationalparken und Naturschutzgebieten gefrackt werden kann. Meine Damen und Herren, das ist kein Fracking-Verbot, Frau Hendricks, das ist das exakte Gegenteil. Und ich sage Ihnen, es ist doch ein Treppenwitz, dass Sigmar Gabriel und die Bundesregierung die Biogasbranche aus dem Land treibt, aber den Giftcocktail von ExxonMobil, dem die Tür aufmacht, dass der in den Untergrund zur Gasgewinnung gepresst werden kann. Meine Damen und Herren, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht zukunftsfähig.
Und wenn dann hier immer aufs Ausland verwiesen wird, dann muss man mal ins europäische Ausland gucken. Seit Jahren versucht Polen, Fracking zu ermöglichen. Was ist das Ergebnis? In Polen gibt es bis heute keine einzige kommerzielle Fracking-Bohrung. Und nirgendwo in Europa wird bis heute Fracking gewonnen. Die Mehrzahl der Staaten hat sich dafür entschieden, dass das keine Zukunftsoption ist. Und auch deshalb, weil die geologischen Verhältnisse in Europa andere sind als die USA. Und nicht nur die geologischen, auch die Bevölkerung, auch die naturräumlichen. Das kann für uns kein Modell sein, so wie das in den USA läuft. Und meine Damen und Herren, der allergrößte Witz war ja, was wir eben von Frau Hendricks gehört haben, dass sie das wiederholt hat. Ich habe ja gedacht, Sie haben sich da mal versprochen, aber Sie haben ja hier jetzt wieder gesagt, Fracking ist energiepolitisch bedeutungslos. Ja, meine Damen und Herren, warum beschäftigen Sie uns dann mit diesem Unsinn? Warum machen Sie das dann? Dann sagen Sie doch Nein zu Fracking und lassen das als Umweltministerin. Und ehrlich gesagt, eine Aussage, und die haben Sie jetzt auch wiederholt, die haut mich ja wirklich vom Stuhl um, von einer Umweltministerin, dass sie sagen, wir müssen das Fracking-Ermöglichungsgesetz machen, weil sonst Konzerne klagen können. Ja, meine Damen und Herren, dass in Deutschland eine Umweltministerin sich danach richtet, dass die Gesetze so gemacht werden, dass Umweltkonzerne, dass Konzerne nicht gegen diese Gesetze klagen können, das ist doch ein Skandal und das ist doch der Vorgriff auf die Konzernjustiz von TTIP und CETA, die Sie da einführen wollen, schon im vorauseilenden Gehorsam. Und meine Damen und Herren, wenn Fracking keine Bedeutung hat, dann frage ich mich, die Menschen wollen es im Land nicht. In den Kommunen haben wir überall da, wo das ein Thema ist, ablehnende, einstimmige Resolutionen über alle Parteigrenzen hinweg. Warum tragen Sie mit diesem Gesetz dann die Konflikte in die Regionen rein? Warum tun Sie das? Ist Deutschland etwa so arm an energiepolitischen Konflikten? Haben wir da noch Kapazitäten und Langeweile, dass wir uns dann in den Regionen auch noch damit auseinandersetzen müssen, ob Fracking zugelassen werden müssen? Da hätten wir viel, viel Wichtigeres zu tun und viel, viel größere Probleme zu lösen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, die Bundesländer, die haben, und da ist schon darauf hingewiesen worden, die haben begriffen an der Stelle, wo es drum geht, wenn man sich die Anträge im Bundesrat ansieht, mit übergroßer Mehrheit. Und Hannelore Kraft, Horst Seehofer, Winfried Kretschmann, Bodo Ramelow, nun wirklich Ministerpräsidenten unterschiedlichen Typs. Aber in einem sind sie völlig klar. Sie sagen klipp und klar, wir wollen kein Fracking. Und ich sage Ihnen, wenn schon diese Ministerpräsidenten unterschiedlichsten Typs so klar sind, dann folgen Sie dem, lassen Sie sich nicht auf diesen unsinnigen und blödsinnigen Konflikt ein, mit dem Sie Fracking dann ins Land treiben, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein. Und eines will ich Ihnen auch sagen, gleich wird ja Herr Mattfeld reden, was ich ja immer wieder erlebe, wenn man vor Ort unterwegs ist, CDU-Abgeordnete, die sind die größten Kritiker auf den Podien, die überholen Greenpeace noch links auf der ökologischen Seite. Was hier nicht läuft, ist, dass man in den Wahlkreisen vor Ort sagt, wir lehnen Fracking ab, aber am Ende ist es dann die Position von Herrn Pfeiffer, der hier eine Fracking-Jubelrede hat, die beschlossen wird. Wir werden sehr genau darauf gucken, was Sie an der Stelle machen. Das kann nicht sein, in den Wahlkreisen dagegen, aber hier in Berlin Fracking-Ermöglichungsgesetz machen. Sie haben jetzt die Aufgabe, Ihren Ankündigungen hier in Berlin und vor Ort Taten folgen zu lassen und aus diesem Fracking-Ermöglichungsgesetz von Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks ein Fracking-Verbot zu machen. Das ist Ihr Job und da müssen wir Sie liefern. Wenn Sie diesen Weg gehen, das kann ich Ihnen sagen, da werden wir uns konstruktiv mit dran beteiligen, da werden wir Sie unterstützen. Wenn Sie das aber nur einfach so durchwinken, wie Herr Pfeiffer das hier ankündigt, dann werden Sie mit unserem härtesten Widerstand rechnen. Dankeschön. No, mit Leidenschaft heute der Deutsche Bundestag über ein Gesetz, das sich beschäftigt mit dem Erkunden und Fördern von Gas- und Ölvorkommen aus tiefen Gesteinsschichten, dem sogenannten Fracking, nicht nur ein Gesetz, sondern gleich mehrere. Und es geht auch noch um Verordnungsentwürfe. Und da Oliver Krischer eben schon angesprochen hat, die Länderebene und die Haltung der Länder, die neulich im Bundesrat mit knapper Mehrheit einem Antrag zugestimmt haben, ein generelles Verbot
des Einsatzes der Fracking-Technologie das zu haben. Jetzt passend dazu aus dem Land Niedersachsen der Wirtschaftsminister, ein SPD-Politiker, Olaf Lies. Welche Technologien in Deutschland angewendet werden können, welche Risiken bestehen und wie man verhindert, dass Gefahren für Mensch und Umwelt, insbesondere natürlich für Trinkwasser, entstehen. Aber, meine Damen und Herren, es ist auch die Verantwortung für einen Technologie- und Industriestandort Deutschland, über den wir hier heute reden. Themen wie Trink- und Grundwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Erhalt der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger stehen für uns als Landesregierung in Niedersachsen auf einer Stufe mit den Interessen der Rohstoffgewinnung aus heimischen Lagerstätten. Vor diesem Hintergrund ist es unverzichtbar, die rechtlichen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und die Bürgerinnen und Bürger auch von der Beherrschbarkeit der Risiken bei Erdöl- und Erdgasgewinnung zu überzeugen. Niedersachsen, meine Damen und Herren, ist nicht nur das Energieland Nummer eins mit Blick auf die Windenergie. 95% des Erdgases aus deutscher Erdgasförderung und rund ein Drittel der deutschen Erdölförderung finden in Niedersachsen statt. Das Erdgas aus Niedersachsen deckt immerhin rund 10% des bundesdeutschen Gesamtbedarfs. Niedersachsen ist also auch Erdgasland Nummer eins. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir haben seit 3 Jahren ein freiwilliges Moratorium der Förderunternehmen. Das ist keine Grundlage für die Zukunft. Wir brauchen jetzt eine rechtliche Absicherung zur Verlässlichkeit des Schutzes von Umwelt und Natur, aber auch zur Verlässlichkeit für die Industrie in Deutschland. Und, meine Damen und Herren, das hat auch was mit Beschäftigung zu tun. Heute haben wir gehört, es droht die Entlassung von 200 Fachkräften in diesem Bereich in Celle. Da geht es nicht nur um die Frage von Arbeitsplätzen, da geht es um Know-how in unserem Land, um auch eine technologische Weiterentwicklung in Deutschland voranzutreiben. Wichtig, meine Damen und Herren, ist für uns schon auch gerade in Niedersachsen die Unterscheidung zwischen der Förderung aus konventionellen Lagerstätten und aus unkonventionellen Lagerstätten. Konventionelle Lagerstätten heißt jahrzehntelange Erfahrung in Niedersachsen. Unkonventionelle Lagerstätte heißt, es gibt keine Erfahrung, die Grundlage sind, mit diesem Thema in Niedersachsen zunächst weiterzuarbeiten. Und es ist wichtig, auch zu unterscheiden in Niedersachsen, weil wir für das eine davon sind wir überzeugt, eine Akzeptanz schaffen können, weil man es kennt, weil es eine Verlässlichkeit in der Frage der konventionellen Erdgasförderung gibt und bei dem anderen große Vorbehalte. Die Trennung der beiden Themen sorgt dafür, dass wir eine gute Grundlage in Niedersachsen haben, die Förderung von Erdgas aus konventionellen Lagerstätten auch fortzusetzen. Deswegen komme ich zum zweiten Punkt, nämlich warum wird Erdgasförderung in Deutschland gebraucht? Die Energiewende ist das Ziel in Deutschland, die Energiewende ist das Ziel in Niedersachsen. Aber ohne fossile Energieträger wird uns dieser Übergang nicht gelingen. Und daher ist auch Erdgas eine ganz wichtige Brücke zur Erreichung der Ziele, die wir uns für 2050 vorgestellt haben. Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich aber unweigerlich die Frage, wie können wir die Erdgasversorgung in Deutschland langfristig sicherstellen? Geopolitische Stresstests, Ukraine, Russland-Krise zeigen uns die aktuelle Situation. Die Erdgasimporte aus den Förderländern Norwegen, Niederlande gehen zurück. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, der Import von Gas befreit uns nicht von der Debatte, unter welchen Grundlagen, welchen Schutz von Natur und Mensch dort Erdgas gefördert wird. Auch da stehen wir in der Verantwortung und können es nicht einfach abspeisen und sagen, dann importieren wir das notwendige Erdgas. Diese Umweltstandards können wir hier in Deutschland erarbeiten. Wir können Vorreiter im Bereich der Umweltstandards, der Förderung von Erdgas sein. Und die können wir dann auch übertragen in andere Länder und schaffen es damit, Erdgasförderung insgesamt sicherer zu machen, auf einen anderen Standard auch entsprechend zu bringen. Ein weiter so, der Punkt 3, meine Damen und Herren, kann es nicht geben. Die Kernforderungen der Landesregierung sind deutlich. Wir haben an verschiedenen Stellen über Bundesratsinitiativen, aber ich glaube auch mit viel Zuarbeit, gerade Berg-, Wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen auf den Weg gebracht. Es steckt also ganz viel Erfahrung aus Niedersachsen. 95% der Erdgasförderung findet in Niedersachsen statt. Ganz viel Erfahrung aus Niedersachsen in den aus meiner Sicht ausgewogenen Gesetzentwürfen. Ein paar wichtige Eckpunkte. Technisch und wirtschaftliche gewinnbaren Erdgaspotenziale liegen in Niedersachsen den tiefliegenden geologischen Sandsteinlagerschichten. Und genau das ist es. Dort ist der Einsatz der Frack-Technologie in den letzten 30 Jahren 300 Mal ausgewertet oder durchgeführt worden, auch ausgewertet worden. Es liegt also Erfahrung vor. Die Aussage, es gäbe keine Erfahrung, es gäbe Verunreinigung von Trinkwasser, stimmt an der Stelle nicht. Insofern müssen wir zumindest eine offene und ehrliche Debatte darüber führen. Deswegen, meine Damen und Herren, Erdgasförderung aus diesen konventionellen Lagerstätten muss weiter möglich sein, aber anders als bisher, unter der Berücksichtigung sehr viel strengerer Umweltauflagen, der Durchführung maximaler transparenter Genehmigungsverfahren, also Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung, wie wir das übrigens auch in den anderen Verfahren kennen. Und dafür ist es hier auch dringend notwendig.
Klar ist aber auch, zurückgeförderte Freckflüssigkeiten sind aufzubereiten, dürfen nicht versenkt werden. Versenkung von Lagerstättenwasser darf nur in den ehemaligen Förderhorizonten erlauben, auch da mit Planfeststellungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Einbindung der zuständigen Wasserbehörden, all das spielt eine Rolle, genauso wie der Ausschluss von Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten, Trink- und Mineralwassergewinnungsgebieten. Die stehen für eine bergbauliche Nutzung, also Fracking oder Lagerstättenwasserverpressung, nicht zur Verfügung, als klare Aussage. Und abschließend, das Bergschadensrecht ist zu novellieren. Die Umkehr der Anscheinsbeweis bzw. die Umkehr der Beweislast ist unabdingbar. Das schafft ein Stück weit auch wieder mehr Vertrauen in die heimische Erdgasförderung. Das ist wichtig für eine Akzeptanz in Deutschland. Deswegen der Punkt 4. Die Entscheidungen sind jetzt notwendig und ich bin dankbar für die intensive Diskussion. Wenn wir nicht handeln, läuft das Moratorium aus. Es gelten die alten Bedingungen, das heißt ein Anspruch auf Erdgasförderung, Anspruch auf Fracking. Das muss allen Beteiligten klar sein, die sich hier kritisch zu diesem Gesetzentwurf äußern. In Niedersachsen haben wir allein 20.000 Fachkräfte, die wir dringend brauchen, die wir erhalten müssen, damit wir eben neue Technologien entwickeln können. Deswegen dürfen wir kein generelles Technologieverbot haben. Weitreichende Ausweitung von Ausschlussgebieten sowie Einführung von unverhältnismäßigen Prüfmaßstäben wie dem Besorgnisgrundsatz erhöhen nicht das Schutzniveau, sondern führen dazu, dass es ein kurzfristiges Ende der Erdgasproduktion in Deutschland innerhalb der nächsten 5 Jahre gibt. Das ist ein Wegbrechen der Fachkräfte und der Kompetenz in unserem Land. Deswegen komme ich abschließend zum Punkt 5. Es ist keine einfache Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber es ist eine dringend notwendige Entscheidung. Wichtig, glaube ich, nochmal für die öffentliche Diskussion. Mit diesem Gesetzentwurf, der vorliegt, ermöglichen wir nicht neue Wege der Erdgasförderung oder des Frackings. Mit diesem Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass wir es begrenzen, dass wir es reduzieren auf die Bereiche, bei denen wir es für umweltverträglich halten und auch zulässig halten. Das ist der entscheidende Grundsatz dieses Gesetzentwurfs, den wir auch an der Stelle dringend brauchen. Deswegen lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Sicherung einer verantwortungsvollen Energieversorgung, umfassender Umwelt- und Trinkwasserschutz, transparente Bürgerbeteiligung, genauso aber wie die Sicherung des Technologiestandortes Deutschland und der Arbeitsplätze, Chancen für die Industrie zur Entwicklung umweltschonender Verfahren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Diskussion heute ist keine Diskussion über die Frage von Erdgasförderung oder Fracking. Es ist am Ende auch eine Frage, ob wir in Deutschland bereit sind, Technologien anzuwenden, Technologien weiterzuentwickeln oder ob es in Deutschland neue Entwicklungen von Technologien in Zukunft nicht mehr gibt. Ich bin mir sicher, mit dem Gesetzentwurf schaffen wir beides, nämlich den Schutz von Mensch und Natur in Einklang zu bringen mit einer sicheren Erdgasgewinnung. Herzlichen Dank. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies war das für die SPD, hat er gesprochen, aber in erster Linie auch für sein Land Niedersachsen. Ein Plädoyer für die Erdgasförderung in Deutschland, wenn auch unter erheblich strengeren Umweltauflagen als bisher. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben Erfahrung mit dem Thema. Da wird seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts Erdgas gefördert. Und wie Olaf Lies eben auch gesagt hat, 95% der Erdgasförderung in Deutschland erfolgt in Niedersachsen. Am Pult ist jetzt Eva Bulling-Schröter für die Linksfraktion. Sie ist da die Sprecherin für Energie- und Klimapolitik. Zum Fracking-Ermöglichungsgesetz sagen wir Nein. Mit vernünftigen Gründen im Sinne des Allgemeinwohls. Nicht im Sonderinteresse von US-Fracking-Firmen wie Chevron und Exxon, wie die Bundesregierung ein Türöffnergesetz plant, sondern im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und Ihr Genosse in Paris, Frau Hendricks und Herr Gabriel, Frankreichs Präsident Hollande war im Übrigen auch so frei. Hollande hat Nein gesagt zu Fracking. Und Frankreichs Verfassungsgericht hat das Verbot jüngst bestätigt. Und dann sage ich auch, wir brauchen auch in Deutschland kein Fracking. Es macht keinen Sinn, weder Energie noch Klima- oder umweltpolitisch. Und wir setzen wirklich auf die Energiewende, auf Wind und Sonne, nicht auf neue Öl- und Gasförderung mit riesigen Methanemissionen und zerstörter Umwelt. Wenn wir heute über Fracking-Technologie sprechen, dann auch über die Freiheit des Marktes, die Natur aufzureißen. Das bedeutet nämlich Fracking. Wir sprechen darüber, wie unfrei die Gesellschaft geworden ist, Nein zu Gas, Kohle und Öl sagen zu können. Der Widerstand gegen die Klimaabgabe für alte Braunkohlekraftwerke zeigt das in aller Klarheit. Und natürlich geht es um Interessen großer Energiefirmen. 5 der 6 umsatzstärksten Unternehmen der Welt sind schließlich Energieunternehmen. Und jetzt sprechen wir mal über Demokratie, darüber, wie Politik gemacht wird.
Die Fracking-Debatte können viele Bürgerinnen und Bürger wegen des hohen fachlichen Niveaus schwer nachvollziehen. Die Skepsis gegenüber dem Expertentum ist groß. Das Vertrauen in Gutachten von Forschungsinstituten, oft mit Verbindungen in die Wirtschaft, schwindet. Und damit das Vertrauen in die Demokratie, die auf verlässliches Wissen angewiesen ist. Und das wissen Sie ja auch. Schauen Sie sich die Kommission an, die über Fracking-Vorhaben entscheiden soll. Die Expertenkommission hat eine personelle Schlagseite, fast alle Fracking-Befürworter. Nicht ein Mitglied aus der Zivilgesellschaft. Es gilt das Mehrheitsprinzip in einem Gremium, das keiner von uns gewählt hat. Was wir aber brauchen, ist die direkte Entscheidung der Betroffenen vor Ort, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Tausende Nein sagen, dann muss das auch gelten. So ist nämlich Demokratie. Die Art und Weise, wie die Bundesregierung Gesetze in die Öffentlichkeit bringt, auch das schadet dem Vertrauen in die Demokratie. Fracking soll durch Täuschung, man wolle ihm einen Riegel vorschieben, eingeführt werden. Öl und Gas werden gegenüber geltendem Recht aber neue Privilegien verschafft. So, und jetzt kommen die Beispiele. Trinkwasser und Gesundheit haben uns für uns absoluten Vorrang, steht im Koalitionsvertrag auf Seite 44 zu Fracking. Es gelte der Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes. Klingt super. Aber wir haben nicht nur Trinkwasser, wir haben Grundwasser. Neben Trinkwasser wird Wasser auch für Lebensmittel, für Tiere, für Getränke entnommen. Auch dieses Wasser ist vom Fracking bedroht. Und auch das Wasser für das bayerische Bier, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU. Und natürlich brauchen wir auch anständige Heilquellen, auch in Bayern, das wissen Sie doch. Zwar gilt der Besorgnisgrundsatz uneingeschränkt, die Große Koalition spricht nur vom Trinkwasser, weicht hinterrücks den Besorgnisgrundsatz auf und schaufelt Fracking den Weg frei. Und auch das Bergrecht bleibt Fracking-freundlich. Firmen haben Rechtsanspruch auf Aufsuchung und Betriebszulassung. Die Rohstoffsicherungsklausel bleibt, womit ganze Dörfer dem Bergbau weichen müssen. Und darum frage ich, wollen wir eine Fördermethode, die wir als Risikotechnologie identifiziert haben, die Tür öffnen? Ja oder nein? Und ein Nein zur rechten Zeit, erspart viel Widerwärtigkeit. Und das hat übrigens auch Exxon-Chef Rex Tillerson erkannt. Und jetzt hört gut zu. Der Millionär hat 2014 zur Fracking-Wasserentnahme in der Nähe seiner Villa Nein gesagt. Zusammen mit dem Republikanerführer Army, der plötzlich selbst betroffen war. Wenn man selber betroffen ist, wird es dann ganz anders. Wir alle wissen doch, einmal genehmigt, ist ein Zurück schwierig. Und das wissen auch die Wählerinnen und Wähler. Stichwort TTIP und Investitionsschutzklagen. Wir Linken sagen Nein, darum haben wir einen Antrag für ein ausnahmsloses gesetzliches Verbot vom Fracking vorgelegt, ohne Hintertürchen. Also Nein. Eva Bulling-Schröter für die Linksfraktion, Sprecherin für Energie- und Klimapolitik, hat auch noch mal mit einem Täfelchen vorgezeigt, wie ihre Position und die der Fraktion zum Fracking ist. Es ist ganz spannend. Es geht hier um ein und dieselben. Darauf verständigt haben, dass im Plenum möglichst argumentiert und nicht demonstriert wird. Mein persönlicher Eindruck ist auch, dass das, was vorgetragen wurde, durch anschließend hochgehaltene Plakate nicht an Wirkung gewinnt. Und dann gibt es eine Ermahnung vom Bundestagspräsidenten Lammert, weil hier die Linksfraktion ihre Redebeiträge jetzt schon zweimal mit einem kleinen Plakat beendet hat. Noch ein Zwischenruf von Britta Hasselmann, der hier oben nicht zu verstehen ist. Jetzt spricht erstmal Georg Nüsslein für die Unionsfraktion und er ist dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Umwelt oberste Priorität und ich nehme heraus, dass das ganz genauso für die Kolleginnen und Kollegen der SPD gilt. Es ist natürlich das gute Recht der Opposition, das in Zweifel zu ziehen. Nur Frau Bulling-Schröter, was gar nicht geht, ist diese Verdrehung von Tatsachen, die ich gerade wieder erlebt habe, so zu tun, als sei Fracking in Deutschland verboten
und wir wollen es erlauben. Das ist falsch, und das sage ich Ihnen auch ganz offen. Das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen. Sie müssen doch an der Stelle konstatieren, dass in Deutschland seit Jahren, ja seit Jahrzehnten gefreckt wird. Gefreckt wird. Und das zu regeln, das in geordneten, umweltschutzgerechten Bahnen laufen zu lassen, ist Anliegen der Gesetze, über die wir heute beraten, und nichts, gar nichts anderes. Und weil das so ist, dass wir wissen, dass seit Jahrzehnten gefreckt wird, gibt es diese Unterscheidung zwischen konventionellem Fracking und unkonventionellem Fracking. Ich will das mal auch mit Blick darauf, dass man uns ja zuhört, erklären. Das konventionelle Fracking findet da statt, wo Gasblasen, die sich unter festem Gestein angesammelt haben, angebohrt, angezapft wurden, das Gas aus eigenem Druck aufgestiegen ist und anschließend, wenn dieser Druck versiegt, gefreckt wird, um weiteres Gas zu fördern. Das ist die gängige Praxis seit den 60er Jahren in Deutschland. Und nun kommt eine Technologie hinzu, über die zu Recht im Übrigen heftig diskutiert wird. Das sogenannte unkonventionelle Fracking, wo oberflächennah in Muttergestein versucht wird, darin gebundenes Gas durch Sprengen des Gesteins, durch hydraulischen Druck zu fördern. Über dieses Thema reden wir. Und ich will aber erst mal noch mal deutlich unterstreichen, die Diskussion über das unkonventionelle Fracking hat den Blick auf Probleme des konventionellen Frackings bei uns allen geschärft. Und ich danke ganz ausdrücklich all den Kolleginnen und Kollegen, auch in meiner Fraktion, die kontrovers dieses Thema diskutiert haben, die sich hier mit eigenen Erfahrungen aus dem Wahlkreis eingebracht haben, die sich konstruktiv, aber auch kritisch beteiligt haben. Ich sage denen, die haben viel erreicht für eine umweltschonende Rohstoffförderung, die, wie der Staatsminister Lies beschrieben hat, immerhin 12% des Erdgasverbrauchs in Deutschland ausmacht. Viel erreicht. Aber nur dann, meine Damen und Herren, wenn es uns gelingt, dieses Gesetz jetzt durch die parlamentarischen Beratungen zu tragen, dann kommt die UVP, dann kommen die Ausschlussgebiete, über die hier diskutiert wurden. Übrigens, Anmerkung am Rande. Auch die ganz kritischen Geister in Bayern haben plötzlich inmitten der Diskussion gemerkt, dass wenn man Fracking komplett verbietet, dass beispielsweise die Heilquellen vor Ort versiegen werden. Weil auch da braucht man die Möglichkeit, Fracking zu machen, um wieder an Wasser zu kommen. Und dass wir natürlich bei den Wasserthemen auch die Brauereibrunnen berücksichtigt haben, zeigt, wie umfassend und wie weitgehend wir das diskutiert und auch geregelt haben an der Stelle. Ich glaube schon, dass man da auch jedes Thema in dem Zusammenhang im Blick gehabt hat. Wir werden das Bergschadensrecht verschärfen und wir werden schärfere Regelungen beim Lagerstättenwasser bekommen. Da weiß ich, dass es auch bei uns noch Diskussionen gibt über die Frage, wie gestaltet man das aus. Ist übrigens legitim, wird man im parlamentarischen Verfahren entsprechend machen, ist doch gut. Wir werden hier auch zu guten Lösungen kommen. Und ich möchte unterstreichen, bei dem unkonventionellen Fracking gibt es, so wie hier von allen gefordert, ein klares Verbot. Ein klares Verbot. Allerdings mit Erlaubnisvorbehalt. Wir verbieten. Moment. Zuhören hilft Ihnen. Ob es was ändert, ist eine Frage, ob Sie es nachvollziehen können. Wir sagen, so wie Sie auch, wir verbieten das, weil wir keine Erfahrungen haben, weil es denkbare Risiken gibt. Wenn man das ernst nimmt, wenn man diese Begründung ernst nimmt, dann muss man auch sagen, wenn es aber eine Situation gäbe, wo man diese Erfahrungen hat, wo man zu dem Ergebnis kommt, dass die Risiken ausschließlich oder beherrschbar sind, dann, meine Damen und Herren, muss es auch einen Weg geben, eine solche Technologie anzuwenden. Deshalb dieser Erlaubnisvorbehalt. Ich möchte hier ausdrücklich den beiden SPD-Häusern für diesen klugen Vorschlag danken. Das ist ein kluger Vorschlag. Eine Expertenkommission einzusetzen, die gut besetzt, kritisch besetzt ist. Das Who is Who der Geo- und Wasserwirtschaft.
Das ist etwas, was ganz sachlogisch ist. Mehr ist das da drüben, meine SPD. Und ich möchte auch noch mal deutlich unterstreichen, die genehmigen nichts, sondern begutachten nur die Versuchsbohrungen. Nee. Ja, doch. Sie werden nichts genehmigen. Sie liefern die Eintrittskarte für ein weiteres Verfahren. Sie ersetzen nicht ein Genehmigungsverfahren. Am Zuge wären danach, wenn die zu dem Ergebnis kommen, das ginge, die Berg- und Wasserbehörden der Länder, die sind dann gefragt. Ganz normale Verfahren an der Stelle. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bülow zu. Ja, gern. So. Ja, geschätzter Herr Nüßlein, ich freue mich ja sehr zu hören, dass Sie sagen, wir diskutieren ja jetzt über den Entwurf, der von den Häusern gekommen ist, und dass Sie auch das Lagerstättenwasser noch mal als diskutabel betrachtet haben. Eine anschließende Frage insgesamt, weil Herr Pfeiffer diese Expertenkommission so hervorgehoben hat. Mich würde interessieren, ob wir auch damit rechnen können, mit der Union auch noch über diese Expertenkommission zu reden, weil ich glaube immer noch, dass wir im Bundestag immer noch am besten darüber aufgehoben sind, über solche Dinge zu entscheiden und keine Expertenkommission brauchen, dass sie uns beraten, in Ordnung, aber nicht, dass die Experten letztendlich entscheiden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie doch noch mal sagen, was die Position der Union, wahrscheinlich gibt es auch wieder zwei oder drei Positionen, die Ihre Position zu den Experten ist und ob Sie sich das zutrauen, selber diese Expertise darzustellen. Dankeschön. Also ich bin der Überzeugung, dass wir nicht die besseren Experten sind hier im Deutschen Bundestag, sondern dass es sinnvoll ist, hier sich wissenschaftliche Expertise zu holen. Also, die Expertenseite können wir im Deutschen Bundestag ja schwer ersetzen. Was wollen Sie denn dann ersetzen? Das anschließende Genehmigungsverfahren. Also soll am Schluss der Deutsche Bundestag genehmigen, ersetzen die Landesbehörden, die Fachbehörden und vor Ort im Wahlkreis X oder Y eine Maßnahmegenehmigung. Also ich glaube nicht, dass wir uns dazu selber degradieren sollten an der Stelle. Wir machen den gesetzlichen Rahmen, meine Damen und Herren, und dann wird der so, wie es sich gehört, ausgefüllt. Und das sieht dieses Gesetz an der Stelle ganz genau vor. Und deshalb habe ich gesagt, es ist ein kluger Vorbehalt, wo wir nicht wieder die angstgeleiteten Diskussionen am Schluss führen, soll man nicht, sondern wo sich auch die Industrie, sage ich auch ganz oft, die Industrie darauf verlassen kann, dass wenn Experten kritisch zu dem Ergebnis kommen, es gibt keine Bedenken, dass dann ein Rechtsweg beschritten wird, der dann auch geht in die Richtung, wir wenden die Technologie an. Jetzt sage ich aber auch denen, meine Damen und Herren, die da kritisch sind und sagen, die Risiken sind so groß und so unbeherrschbar. Ja, wenn das so ist, dann wird doch niemals eine so besetzte Expertenkommission, wie es das Umweltministerium an der Stelle vorschlägt, zu dem Ergebnis kommen, man kann das in Deutschland anwenden. Dann ist das ausgeschlossen und dann ist das Verbot so absolut, wie das hier die einen oder anderen auch in unseren Reihen wollen. Dann ist dieses Verbot absolut. Und deshalb glaube ich schon, dass es richtig ist, wenn wir jetzt wirklich konzentriert an diesem Gesetz weiterarbeiten und dafür Sorge tragen, dass insbesondere die Verbesserungen, die im Bereich des konventionellen Frackings angedacht sind, dass die am Schluss auch so kommen, Kollege Mattweil. Das ist ganz entscheidend. Ja? Wir erreichen nichts, wenn wir wieder an der gleichen Stelle stecken bleiben wie in der letzten Legislatur, wo die Verdrehung der Tatsachen, wo man uns auch schon angehängt hat, man würde ein Fracking-Ermöglichungsgesetz machen, wo die Verdrehung der Tatsachen genau diese Verbesserung nicht gebracht hat. Und die Mehrheit der kritischen Geister in unseren Reihen beschäftigt sich im Übrigen mit Themen, die zusammenhängen mit dem konventionellen, mit dem praktizierten Fracking. Herr Kollege Nüßlein, die Frau Höhn möchte gerne ihre Redezeit noch mal verlängern. Sind Sie damit einverstanden? Okay, herzlich gerne, Freunde. Herr Kollege Nüßlein, können Sie bestätigen, dass die Experten bei der Wasserfrage bei der Asse gesagt haben, die Asse sei absolut sicher und Radioaktivität würde nicht ins Wasser kommen, und zwar für 1 Million Jahre nicht,
Trotzdem ist es nach 20 Jahren passiert. Und können Sie genauso bestätigen, dass die Experten gesagt haben, dass Hydrauliköl in den Bergwerken PCB belastet, kann auch ruhig drin bleiben, das geht nie und nimmer ins Wasser. Und dass wir jetzt nach 10, 15 Jahren PCB im Wasser finden. Können Sie das bestätigen? Und können Sie bestätigen, dass es Experten waren, die genau zu diesen Aussagen gekommen sind? Das wollen Sie mir. Frau Kollegin Höhn, was wollen Sie mir mit dieser Frage mitteilen? Dass man sich auf den Rat von Experten nicht verlassen kann, dass man ersatzweise hier das lieber selber alles regelt und vorsichtshalber alles verbieten, was man verbieten kann. Das ist nicht die Politik, die diese Koalition in Verantwortung für Deutschland, für Umwelt auf der einen Seite, für Wirtschaft auf der anderen Seite sinnvollerweise macht. Ich will noch mal ganz deutlich machen, diese Expertenkommission, dieses Verbot unter Erlaubnisvorbehalt ist Kern dieses Gesetzes. Ich glaube, wir sollten stolz darauf sein, dass wir mit diesen Gesetzen einen Weg finden, weg von Angst und Populismus hin dazu, dass in Deutschland auch in Zukunft technische Möglichkeiten erforscht und ernsthaft erforscht werden und dass sich die Industrie dabei verlässlich beteiligen kann. Ich will auch noch mal deutlich machen, dass der heimische Beitrag zur Rohstoffversorgung eben durchaus ein beachtlicher ist, 12% unseres Gasbedarfs. Und wenn hier jemand sagt, das sei im Rahmen der Energiewende unnötig, dann stelle ich jedenfalls fest, dass die Konzepte, die ich bisher aus dem Bundeswirtschaftsministerium kenne, ganz massiv auf das Thema Gas setzen, nämlich als Ersatz- und Regelenergie an der Stelle. Und dann zu sagen, man bräuchte, um die Umstellung unserer Energiewende zu machen, kein Gas, das ist aus meiner Sicht komplett falsch und denkt zu kurz. Wer das nicht will, dass in Deutschland geforscht wird, meine Damen und Herren, den nenne ich immer schon einen Ökokolonialist, weil man nämlich hergeht und sagt, bei uns nicht, sollen das doch andere machen, bei sich zu Hause, die haben keine Umwelt und die haben keine Natur. Wir müssen doch als Deutschland Vorbild sein, einen anderen Weg gehen, Techniken finden und Wege finden, um solche Vorkommen zu erschließen, ohne dass man die Umwelt beschädigt, ohne dass man zu Schwierigkeiten kommt, die wir in anderen Ländern in der Tat sehen. Meine Damen und Herren, man kann in Deutschland nicht einfach eine Technologie pauschal verbieten. Es geht um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das sage nicht ich, das sagt die Bundesministerin Hendricks. Und meine Damen und Herren, am 1.4. in der dpa, meine Damen und Herren, damit hat sie absolut recht. Wir können nicht pauschal verbieten. Deshalb machen wir das hier sehr, sehr klug in einer Art und Weise, dass wir sicherstellen, dass Umwelt und Natur geschützt ist, aber auch, dass weltweit in Zukunft Rohstoffvorkommen verantwortlich erschlossen werden können. Ich bitte Sie herzlich hier um eine sachliche Diskussion und auch um eine Unterstützung dessen, was hier bisher erreicht ist. Vielen herzlichen Dank. Julia Verlinden erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fracking ist riskant für Umwelt und Gesundheit und es ist nicht nötig, wie wir heute hier schon mehrfach gehört haben. Trotzdem will die Bundesregierung es erlauben. Fracking bedeutet Gift in den Böden, Gift im Wasser und Gift für die Atmosphäre. Sie kennen die Berichte aus den USA über Erdbeben, entweichendes Methan, verdrecktes Wasser. Das sind Probleme des fossilen Zeitalters und diese Epoche müssen wir schnellstmöglich beenden. Und das können wir. Das können wir, weil die Alternativen zur Verfügung stehen. Fracking verstärkt die Klimakrise, anstatt sie aufzuhalten. Das zuzulassen, ist grob fahrlässig von der Bundesregierung. Ja, wir brauchen schärfere Regeln für die Rohstoffförderung. Ja, wir brauchen auch endlich Regelungen bezüglich Fracking. Die bisherige Rechtsunsicherheit muss beendet werden. Da sind wir uns ja alle einig. Aber da endet auch schon die Einigkeit mit der Bundesregierung. Denn wir brauchen ein Fracking-Verbot und kein Fracking-Erlaubnispaket. Genau das ist es aber, was Sie planen, Frau Hendricks.
gemeinsam mit Ihrem Kollegen Gabriel, der heute in der Debatte leider nicht reden möchte. Selbst Sie, Frau Hendricks, geben zu, Fracking ist kein Beitrag zur Energiewende. Wir brauchen es nicht, haben Sie gesagt. Für den Klimaschutz bringt es uns nichts. Es ist riskant und hat in einer zukunftsfähigen, enkeltauglichen Energieversorgung nichts verloren. Anstatt Vorreiter für die Fracking-Technik in Europa zu sein, diese Technik, die in eine Sackgasse führt, müssen wir in Deutschland überlegen, wie wir mittelfristig ohne Erdgas auskommen und in Innovation für die Energiewende investieren. Und dazu haben wir Grüne sehr gute Antworten. Dieses Jahr ist ganz entscheidend für den Klimaschutz weltweit. Es wäre ein fatales Signal, wenn Deutschland ausgerechnet jetzt wieder einen Schritt rückwärts macht, anstatt auf die Zukunft zu setzen. Denn die Zukunft heißt zuverlässige und umweltfreundliche Energie. Und der Weg dahin, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiesparen. Einige von Ihnen behaupten ja, Fracking würde in Zukunft nur noch in ganz wenigen Fällen möglich sein. Diese Satzkonstruktion, die wir heute schon hören mussten, sind echt abenteuerlich. Der Gesetzentwurf, sagen Sie, sei doch quasi fast ein Verbot. Die Menschen lassen sich aber nicht für dumm verkaufen. Lediglich in ganz wenigen Gebieten wird Fracking zukünftig wirklich rechtssicher verboten sein. Und wenn ich ganz großzügig rechne, ganz großzügig, dann wird es in maximal ein Drittel der Landesfläche verboten sein. Das heißt, Sie legen uns hier kein umfassendes Fracking-Verbotsgesetz vor, sondern höchstens ein Drittel-Verbotsgesetz. In Ihrem Gesetzentwurf stehen Regeln, die sind nicht nur gefährlich, die sind auch total absurd. Nehmen wir zum Beispiel, gerne ein Beispiel, nehmen wir zum Beispiel die 3000-Meter-Grenze. Warum soll Fracking in Tiefe von 2.999 Metern gefährlich sein? Deswegen lieber nur Probebohrung. Aber in der Tiefe von 3.001 Meter soll Fracking harmlos sein? Das ist doch total unlogisch. Sogar den Einsatz von wassergefährdenden Chemikalien erlauben Sie dort. Und warum gilt die 3000-Meter-Grenze eigentlich nicht für Erdöl-Fracking? Bisher hat mir noch niemand eine überzeugende Antwort liefern können. Und ich weiß auch warum. Es gibt nämlich keine logische Begründung für dieses Kuddelmuddel an Ausnahmen in Ihrem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Ein echtes Verbot für diese Technik, das wäre konsequent. Das würde dem Vorsorgeprinzip entsprechen. Die Landesumwelt- und Energieminister, die haben im Bundesrat deutlich gemacht, dass Fracking im Bergrecht und im Wasserrecht verboten werden muss. Das ist die richtige Regulierung für diese Technik und nicht ein vermurkstes Fracking-Erlaubnisgesetz voll mit Schlupflöchern. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Beschlüsse der Landesumweltminister aus dem Bundesrat aufnehmen. Ich will, dass Sie wenigstens die Umweltanforderungen an die Förderung von Erdgas und Erdöl auch bei der Frack-freien Rohstoffförderung verschärfen. Denn was viele in der Debatte hier unterschlagen, man kann Erdgas auch fördern ohne Fracking-Technik. Jawohl. Das Fracking-Verbot wäre kein automatisches Ende der Erdgasförderung in Deutschland. Es geht nur um die eine Form der Erdgasförderung, um eine Form der Technik. Wir sehen doch jetzt schon, wie viel bei der Erdgasförderung insgesamt schiefgehen kann. Unkartierte Bohrschlammgruben, beschädigte Gebäude, undichte Rohrleitungen und ungeklärte Steigerung von Krebsfällen in Niedersachsen. Ich sage Ihnen, es reicht. Und damit bin ich in bester Gesellschaft, jawohl, denn mehr als 2000 Kommunen in Deutschland, die sagen Nein zum Fracking. Auch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände kritisieren diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Über zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes meinen, dass Fracking verboten werden sollte von der Bundesregierung. Kanzlerin Merkel, heute leider nicht anwesend, aber sie regiert doch sonst so gern nach Meinungsumfragen. Warum tut sie das an dieser Stelle nicht? Sie hätte die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sicher hinter sich. Ich sage Ihnen, warum sie das nicht tut. Weil Ihnen die Interessen der Erdgaslobby viel wichtiger sind. Und das ist unverantwortlich. Wir Grüne werden uns nicht damit abfinden, dass Sie mit Ihrer großen Koalition gegen die Mehrheit der Bevölkerung und gegen die Vernunft blind dem Willen der Konzerne folgen. Und ich erwarte von Ihnen, von den Abgeordneten der CDU und der SPD, dass Sie jetzt endlich Farbe bekennen. Man kann nicht durch die Lande ziehen und den Menschen im Wahlkreis erzählen, man fände Fracking ja auch irgendwie nicht so gut und dann hier so ein Fracking-Erlaubnisgesetz durchwinken. Seien Sie ehrlich, machen Sie Ihre Entscheidung transparent
Und nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Erklären Sie den Wählerinnen und Wählern, wofür Sie wirklich stehen. Handeln Sie. Machen Sie mit uns aus diesem Fracking-Erlaubnispaket ein echtes Fracking-Verbot. Vielen Dank. Julia Verlinden, die energiepolitische Sprecherin der Grünen Fraktion. Und wir machen mal eine kleine Zwischenbilanz und stellen fest, dass hier auf der einen Seite von einem Fracking-Ermöglichungsgesetz die Rede ist und auf der anderen Seite von einem Fracking-Verhinderungsgesetz. Nun, wie ist das möglich? Ganz einfach, indem man unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund rückt, nämlich die, die hier von einem Fracking-Ermöglichungsgesetz sprechen, die beschäftigen sich vor allem mit den Aspekten Klima und Umwelt, und die, die sagen, das Ganze sei ein Fracking-Verhinderungsgesetz, die haben eher die Aspekte, die wirtschaftspolitischen Aspekte im Blick, beziehungsweise und eine Beweislastumkehr im Bergschadensrecht stattfindet. Das muss man hier erstmal ganz deutlich sagen. Beziehungsweise, das muss ich jetzt auch noch mal nachtragen, die Erschließung von Rohstoffen und Energiequellen. Der nächste Redner hier im Parlament ist Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion, und er ist da umweltpolitischer Sprecher. Wir haben die Aufgabe, wenn wir Regelungsbedarf feststellen, dass wir uns den großen Fragen auch stellen. Und deswegen bin ich den Kolleginnen und Kollegen dankbar, die in ihren Wahlkreisen, Christina Janz, Lars Klingbeil bei uns, feststellen, dass Handlungsbedarf ist, dass die sich einbringen werden, jetzt in der Beratung, und mit uns gemeinsam prüfen werden, ob das, was vorgelegt ist, ausreicht, beispielsweise der Umgang mit Lagerstättenwasser. Wir werden darauf achten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese parlamentarische Beratung steht jetzt bevor. Und ich finde, auch das Thema Probebohrung, das grundsätzliche Verbot von dem Fracking, was wir aus Amerika kennen, die Frage, ob wir wissenschaftliche Erkenntnisse gelangen können. Ja, Herr Pfeiffer, ich glaube, es ist richtig, sich das genau noch mal anzugucken, die Zahlen zu prüfen, ob man Zahlen, ob man Gesteinsformationen, ob man die Frage, wie man probt, all diese Fragen müssen wir auch im parlamentarischen Verfahren sehr sorgfältig betrachten. Der entscheidende Punkt, und das will ich hier sagen, ist nach meiner Einschätzung durchaus die Frage, ob das grundsätzliche Verbot von Fracking umgangen werden kann dadurch, dass eine Expertenkommission grünes Licht gibt und dann eine Landesbehörde genehmigt. Ich finde, der Deutsche Bundestag muss die Instanz sein und bleiben, die letztlich über den kommerziellen Einsatz von Fracking entscheidet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sven Kindler, da fangen wir an, miteinander dann zu diskutieren. Aber darum wird es jetzt im parlamentarischen Verfahren gehen, das zu prüfen. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, wenn man die Eckpunkte von Barbara Hendricks und Sigmar Gabriel vergleicht mit dem, was jetzt vorliegt, dass die da noch nicht vorgesehen war. Und wie sie reingekommen ist, glaube ich, hängt durchaus auch mit dem Kanzleramt zusammen. Aber das können wir aufklären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Mattfeld, ich will zu Ihnen sagen, Sie haben gerade sich geäußert, in diesen Koalitionsverhandlungen über Fracking wird es knallen. Nun weiß ich nicht, was Sie meinen. Sie sagen, hinter Ihnen stehen 80 Abgeordnete. Ich gucke Ihren Fraktionsvorsitzenden an, Sie haben ja über 200 sogar. Das heißt, es scheint entweder in der Fraktion zu knallen, entweder es scheint mit Herrn Fuchs oder mit Herrn Pfeiffer zu knallen. Nur eins bitte ich Sie. Klären Sie Ihre Haltung, bevor Sie uns agieren, denn ich glaube, vieles, was Sie wollen, wollen wir auch. Aber das ist noch nicht mehrheitsfähig in dieser großen Koalition augenblicklich. Deswegen lassen Sie uns kämpfen. Was wir Ihnen nicht durchgehen lassen werden, ist links blinken und rechts abbiegen. Das kann nicht passieren. Vielen Dank. Die Kollegin Herlin Gundelach erhält nun für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist zwar jetzt heute auch schon mehrfach betont worden, aber ich möchte es trotzdem auch noch mal eingangs betonen,
Das Gesetzespaket, das hier uns heute vorliegt, ist eben kein Fracking-Ermöglichungsgesetz, sondern es ist ganz im Gegenteil. Denn auch das ist schon mehrfach gesagt worden, nach geltender Rechtslage ist Fracking nach entsprechender Genehmigung natürlich immer durch die zuständige Behörde in Deutschland möglich, auch wenn es gegenwärtig ein Moratorium gibt. Aber von der Rechtslage her ist es möglich. Denn wir nutzen diese Technologie schon seit mehr als 50 Jahren und wir haben sie auch relativ erfolgreich genutzt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir eine revisionsoffene Regelung. Das bedeutet, dass wir für das Fracken im Schiefergestein zunächst nur forschungsbezogene Vorhaben zulassen und auch diese nur unter strengsten Auflagen. Ansonsten gilt ein grundsätzliches Frackingsverbot für Maßnahmen oberhalb von 3000 Meter und dass diese Grenze in der Tat etwas gegriffen ist. Ich glaube, darüber sind wir uns auch einig und darüber werden wir im Ausschuss auch noch mal sorgfältig beraten. Der wissenschaftliche Dienst bezeichnet das aktuelle Gesetzesvorhaben daher auch als Fracking-Verbot mit Forschungsprivileg. Dieses Gesetzespaket reguliert aber nicht nur das Fracking. Es legt auch neue, und das halte ich für mindestens genauso wichtig, neue Auflagen für die Erdgasförderung in diesem Lande fest. Denn um den Sorgen der Bürger Rechnung zu tragen, wurden seit 2011 keine Anträge für konventionelle Gasförderung mit Anwendung der Fracking-Technologie mehr beschieden. Und deswegen haben die Unternehmen auch keine Anträge mehr gestellt. Diese Bundesregierung setzt jetzt erstmals einen klaren ordnungsrechtlichen Rahmen, bei dem der Schutz des Menschen, seiner Gesundheit und der Umwelt im Vordergrund steht. Wir setzen einen ordnungsrechtlichen Rahmen, und das sage ich auch, der aber in einem klaren ordnungspolitischen Denken wurzelt. Denn unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ist angelegt im Gedanken der Freiheit des Einzelnen wie der Gesellschaft insgesamt. Und dazu gehört in unserem marktwirtschaftlichen System auch die Freiheit des Unternehmers. Die ökologische und soziale Marktwirtschaft, und ich betone ganz bewusst beides, setzt hierfür in unserem Land den Rahmen. Das heißt, neben den Belangen der Wirtschaft stehen gleichberechtigt die Belange der Gesellschaft und des Umweltschutzes. Und nur ein solches Konzept ist nachhaltig. Und damit unterscheiden wir uns diametral von den Oppositionsparteien, die am liebsten entweder aus dem Diktat des Sozial- oder des Ökologischen verbieten oder zumindest ganz detailliert vorschreiben, was zu tun und was zu unterlassen ist. Denn mit dem Handeln in Freiheit und Verantwortung ist Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das geworden, was wir heute sind. Eine der erfolgreichsten Industrienationen der Welt, in die zu gelangen viele Menschen in unseren Tagen sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir sollten uns überlegen, ob wir wirklich von diesen Grundsätzen abweichen wollen. Das ab heute im Bundestag zu debattierende Gesetzespaket Fracking hat eine Vorgeschichte, die noch in die letzte Legislaturperiode reicht. Damals ist der Versuch gescheitert, auch das wurde schon betont. Und über die Gründe möchte ich mich hier auch gar nicht auslassen, das Thema Fracking in Deutschland verbindlich zu regeln. Dabei könnte man meinen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, da diese Technologie ja bei uns bekannt ist. Denn zwischen 1961 und 2011 fanden in Deutschland über 300 sogenannte Fracks im Rahmen der konventionellen Erdgasförderung statt. Heute legen wir ein Gesetzespaket vor, an dem sicher noch das ein oder andere zu verbessern sein wird. Auch das haben wir schon gehört, das aber aus meiner Sicht insgesamt ausgewogen ist. Es sieht ein Fracking-Verbot mit Forschungsoptionen vor und außerdem deutlich strengere Auflagen für die Förderung von Erdgas aus konventionellen Lagerstätten, das heißt aus dem sogenannten offenporigen Gestein. Ich weiß, es gibt Menschen, die fordern, dass wir in Deutschland grundsätzlich kein Erdgas mehr mit Hilfe von Fracking fördern sollten. Diesen Menschen möchte ich einige Informationen, wichtige Punkte zum Nachdenken mit auf den Weg geben und bei dieser Gelegenheit auch mit der ein oder anderen Falschinformation aufräumen. Erdgas ist, und das ist uns allen bekannt, der CO2-ärmste fossile Energieträger und damit der ideale Begleiter für die Erneuerbaren. Ich denke, da stimmen sogar die Grünen zu. Wir wenden diese Technologie wie bereits seit 1961 ohne größere Zwischenfälle an. In Deutschland nutzen wir Erdgas aber nicht nur für die Stromerzeugung, sondern insbesondere auch für die Wärme. Knapp 50% unserer Heizungsanlagen in Deutschland werden mit Gas befördert. Derzeit fördern wir nur noch rund 10% unseres Bedarfs selbst. Es waren mal mehr und wir haben deutlich größere Potenziale für die Zukunft. Wenn wir allerdings hier weiter drosseln, werden wir noch abhängiger von ausländischen Gasversorgern. Wenn im Zusammenhang mit der Fracking-Technologie von Frackfluiden und den darin enthaltenen Chemikalien gesprochen wird, setzen viele Menschen das sofort mit giftigen Chemikalien gleich. Dabei ist wichtig zu wissen, dass schon alleine der Begriff Chemikalie sehr unscharf ist. Wasser, Luft, Stärke, Backpulver sind auch Chemikalien. Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Guarkenmehl, was vermutlich keiner von uns kennt, wird sowohl in Frackfluiden, aber auch in Lebensmitteln verwandt. Und der Gesetzentwurf sieht nun übrigens vor, dass Frackfluide nur noch schwach wassergefährdend sein dürfen.
Das heißt, sie dürfen die Wassergefährdungsklasse 1 haben. Zum Vergleich, ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns von Zeit zu Zeit seine Haare wäscht. Shampoo hat Wassergefährdungsklasse 2. In Bezug auf das Grundwasser, auch das sollte man übrigens wissen, nicht jedes Grundwasser ist Trinkwasser. Trinkbares Wasser befindet sich in ca. 200 bis 300 Metern Tiefe und das Wasser darunter ist definitiv nicht trinkbar. Salz und natürliche Vorkommen von Quecksilber und Benzol machen es zum Teil sogar giftig. Und insofern diese Flüssigkeiten bei der Gewinnung von Erdgas anfallen, werden sie künftig in geschlossenen Behältnissen aufgefangen und anschließend dürfen sie nur noch in kohlenstoffhaltige, druckabgesenkte Gesteinsformationen eingebracht werden. Das heißt, sie werden dorthin zurückgeführt, wo sie herkommen. Und auch dieser Vorgang unterliegt einer UVP-Pflicht mit all dem, was dazugehört, inklusive Beteiligung der Wasserbehörden, aber auch der Öffentlichkeit. Das heißt, es muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung sorgfältig durchgeführt werden. Und die UVP-Pflichten weiten wir ohnehin massiv aus, denn in Deutschland wird in Zukunft bei jeder Gewinnung und sogar schon bei der Aufsuchung von Erdöl und Erdgas mithilfe der Fracking-Technologie eine UVP-Prüfung durchgeführt werden müssen. Ich will an dieser Stelle auch gar nicht auf weitere Einzelheiten des Entwurfs eingehen. Ich gehe davon aus, dass wir das im Ausschuss noch sehr gründlich diskutieren werden. Und zu dieser Diskussion werden wir sicher auch den Sachverstand von Wissenschaft und Praxis einfordern. Für mich, und das möchte ich zum Schluss betonen, ist das Gesetzespaket aber aus zweierlei Gründen von Bedeutung. Erstens, es schafft die Möglichkeit, unter ökologisch verantwortbaren und wirtschaftlich vertretbaren Voraussetzungen den heimischen Energieträger Erdgas fördern zu können. Das macht uns unabhängiger und auch weniger erpressbar. Denn ganz ohne fossile Energie, und auch das ist heute schon deutlich geworden, werden wir aber vermutlich in dem vor uns liegenden Jahrhundert auch gar nicht auskommen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Gas, dessen Vorräte ja durchaus beachtlich sind, dann am Schluss auch tatsächlich gefördert wird. Es kommt darauf an, zu zeigen, dass wir prinzipiell bereit sind, es zu fördern und dass es auch verantwortungsvoll zu fördern ist. Ob es tatsächlich, Herr Grischer, auch ob Sie es glauben oder nicht, ob es tatsächlich gefördert wird, entscheiden letztlich die Unternehmer, zumindest ob sie einen Antrag stellen, ob sie das fördern dürfen, entscheiden letztendlich die Behörden. Denn es ist ihr ökonomisches Risiko, das wir den Unternehmern im Übrigen auch gar nicht abnehmen wollen. Manchmal würde ich mich allerdings auch über ein bisschen mehr Risikobereitschaft bei den Förderern der erneuerbaren Energien durchaus freuen, denn die beanspruchen in der Regel hier bei uns ein Rundum-Sorglos-Paket. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Gesetz rechtlich einwandfrei die Voraussetzungen festzulegen, unter denen eine Gewinnung von Erdgas in Deutschland zukünftig möglich ist. Und der zweite Punkt, warum meines Erachtens die Verabschiedung dieses Gesetzes wichtig ist, hängt damit zusammen, dass wir damit auch ein Signal nach draußen geben, nämlich dass Deutschland sich auch in schwierigen Feldern bewegen kann, dass wir uns nach wie vor technologieoffen zeigen und dass wir nicht ausschließlich an Verteilungsprozessen interessiert sind. Wir zeigen damit, dass wir noch immer in der Lage sind, Innovationen anzustoßen und diese auch umzusetzen. Und das europäische Ausland, aber auch die Vereinigten Staaten und auch Kanada blicken gegenwärtig mit großem Interesse nach Deutschland, auf unsere Vorschläge und auf unsere Regelungen, wie wir mit der Fracking-Technologie umgehen wollen. Und ich bin sicher, sie werden früher oder später, wenn wir dies erfolgreich machen, dann werden auch unsere Regelungen, die dortige Gesetzgebung, Eingang finden. Und im Übrigen freue ich mich auf eine intensive und ich denke sicherlich auch sehr strittige Diskussion in den Ausschüssen. Herzlichen Dank. Herr Lindt-Gundelach für die Unionsfraktion. Nächster Redner in der Debatte über einen neuen Rechtsrahmen für das Erkunden und Fördern von Gas- und Ölvorkommen aus tiefen Gesteinsschichten, dem sogenannten Fracking, ist Bernd Westphal für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist sicherlich eine schwierige und wichtige Debatte, die wir hier heute führen. Aber ich denke, und viele Redner haben das vor mir vorangestellt, es geht hier auch um die Absicherung der Trinkwasserqualität in Deutschland, den Schutz, den wir mit dieser Vorlage haben, auf der einen Seite gerecht zu werden, und das sind berechtigte Interessen, was unser Lebensmittel Nummer eins angeht, aber auf der anderen Seite auch eine Rohstoffförderung in Deutschland zu gewährleisten. Und ich finde es unredlich, wenn hier mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf gesagt wird, wir werden Bedingungen schaffen, ähnlich wie USA. Eben nicht, das ist der Fall. Wir haben hier mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf die weltweit höchsten Standards, zu denen Erdgasförderung in Deutschland in Zukunft stattfinden wird. Und das ist ein Fortschritt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Erdgas ist ein wichtiger Energieträger, nicht nur als Energieträger für Wärme- und Stromerzeugung, sondern auch für die chemische Industrie. Und das sieht man, wenn man die großen Investitionen der chemischen Industrie beobachtet, die weltweit nicht mehr in Europa stattfinden, sondern gerade in den USA, weil dort das Erdgas durch diese Technologie angewendet sehr günstig vorhanden ist. Und deshalb gibt es auch für uns einen Grund, dieser Technologie nachzukommen und nicht leichtfertig aufzugeben. Was die Importabhängigkeit angeht, so haben wir bei Erdöl eine Abhängigkeit von 98%. Bei Erdgas ist genannt von fast 90%. Bei Steinkohle, wenn wir den letzten Bergwerk 2018 schließen, von 100%. Die Braunkohle ist der einzige heimisch verfügbare, ohne Subventionen auskommende Energieträger, der für Preisstabilität sorgt. Und deshalb müssen wir auch, was die Versorgung mit Energie angeht, denn Energie ist Wohlstand, gucken, was haben wir national zur Verfügung und dementsprechend Rahmenbedingungen dafür gestalten. Seit den 50er Jahren wird in Deutschland Erdgas gefördert. Der Wirtschaftsminister von Niedersachsen hat dazu hier einiges gesagt. Und ich denke, das, was hier als Horror vorgestellt wird an Landschaften, findet man in Niedersachsen eben nicht. Es gibt dort keine Mondlandschaften. Herr Kollege Westphal, darf die Kollegin Verlinden Ihnen eine Zwischenfrage stellen? Ja, vielen Dank, Herr Westphal, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade gesagt, wir müssen aufgrund der Versorgungssicherheit von Erdgas, von der Importabhängigkeit runterkommen und aufgrund dieser Thematik auch über Fracking in Deutschland reden. Ich bin etwas verwundert, weil Ihre Parteikollegin und Ihre Bundesumweltministerin, Frau Hendricks, was ganz anderes sowohl heute in der Rede gesagt hat, als auch öffentlich in Statements verkündet und es zum Beispiel aus einem Pressebriefing des Ministeriums aus dem November 2014 wörtlich heißt: Fracking kann in Deutschland keinen substanziellen Beitrag zu unserer Energieversorgung leisten, weder die Reduzierung unserer Abhängigkeit von Energieimporten noch unsere Klimaziele werden wir durch den Aufbau einer kostenintensiven Fracking-Infrastruktur erreichen. Also das heißt, ich sehe einen gewissen Widerspruch zwischen dem, was Ihre Umweltministerin sagt und was Sie jetzt hier gerade verkündet haben, nämlich, dass wir aufgrund dieser Thematik Importabhängigkeit, Versorgungssicherheit auch über Fracking ernsthaft nachdenken müssen. Ich sehe das anders, das habe ich in meiner Rede schon gesagt, aber mich würde interessieren, wie Sie zu diesem Widerspruch stehen. Wir haben in Deutschland eine untergeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums, das ist die BGR, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, ansässig in Hannover. Und deren Präsident hat mit geologischen Erkenntnissen, die sie bisher haben, prognostiziert, dass wir 1,3 Billionen Kubikmeter Erdgas in Kohle- und Schiefergasvorkommen in Deutschland haben könnten. Das weiß man natürlich nicht. Im Bergbau sagt man, vor der Hacke ist es duster. Das heißt, wir müssen erstmal Probebohrungen ermöglichen, Erkenntnisse sammeln, die uns auf der einen Seite dazu verhelfen, diese Technologie sicher anzuwenden, auf der anderen Seite auch Klarheit darüber haben, wie viel Vorkommen wir in Deutschland überhaupt haben, welchen Beitrag Erdgas leisten kann. Und dann werden wir auch sicher Klarheit haben, ob es ein substanzieller Beitrag sein kann oder nicht. Wie gesagt, seit den 50er Jahren machen wir diese Technologie, zurzeit eben, weil wir Befürchtungen haben, dass wir mit einer Formation im Kohle- und Schiefergas durchaus Risiken eingehen, dass wir diese Technologie dementsprechend wissenschaftlich begleitet anwenden müssen. Und ich glaube, dass wir eine Offenheit dafür brauchen, auch in Deutschland, für solche innovativen Dinge, für Investitionen, die Unternehmen tätigen wollen und gleichzeitig Schutz und Umwelt sowie Natur natürlich auch gewährleisten müssen. Wir haben mehrere Gutachten vorliegen, die sich bereits mit diesem Thema beschäftigt haben, auch übrigens im Auftrag des Umweltbundesamtes. Und keines dieser Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass wir, wie hier teilweise gefordert, Fracking verbieten sollen, sondern dass es Risiken gibt, aber durchaus Risiken, die man beherrschen kann. Und deshalb kommen zum Beispiel auch Verbände wie die Energie- und Wasserwirtschaft zusammen, also Wasserwirtschaft mit dabei, der BDEW, zu dem Ergebnis, dass wir im unkonventionellen Erdgasförderung in Deutschland weiterhin Probebohrungen zusätzlich zulassen sollten.
Mit diesen strengeren Regelungen, einige sind genannt, das, was mit dem Umgang der Freckflüssigkeit angeht, keine wassergefährdenden Stoffen. Wir haben eine Reihe von Gebieten, die ausgeschlossen werden in Deutschland, wo diese Technologie angewendet wird. Wir haben Umweltverträglichkeitsprüfung in vielen Bereichen, die heute nicht besteht. Und wir werden mit dieser unabhängigen Expertenkommission sicherlich Erkenntnisse zusammentragen können, die auch hier als Bundestagsabgeordnete eine Entscheidungsgrundlage bieten können. Und deshalb glaube ich schon, das ist das, was Matthias Mirsch gesagt hat, vielleicht auch mit einem Parlamentsvorbehalt, wir dann noch mal neu bewerten können, wenn diese Erkenntnisse vorliegen. Auch im Bereich Lagerstättenwasser gibt es in dem Gesetzentwurf erste Anzeichen, wie wir von den durchaus heutigen risikoreichen Anwendungen in Kohlenwasserstoff entspannten geologischen Formationen auch hier Entsorgungswege neu aufbauen können. Mein Fazit ist, wenn der Grundwasserschutz gewährleistet ist, wenn wir schwierige Gebiete ausnehmen, kann konventionelles Erdgas wieder an den Start gehen. Wenn wir hohe Standards festlegen, wissenschaftlich begleitete Probebohrungen zulegen, vorlassen, haben wir die Chance, dementsprechend auf dieser Basis noch mal neu zu entscheiden. Seneca hat mal gesagt, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und deshalb steht die Sozialdemokratie für Fortschritt und für Innovation. Und deshalb sollten wir unter strengen Auflagen auch dieser Technologie nicht entsagen. Vielen Dank und Glück auf. Andreas Mattfeld ist der nächste Redner für die CDU-CSU. Und Andreas Mattfeld ist einer von den Unionsabgeordneten, die eine strengere Kontrolle des Fracking fordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, die Gesetzentwürfe gehen in die richtige Richtung. Sie sind aber, das sage ich auch, sie sind aber weit noch davon entfernt, ich sage es mal, perfekt zu sein. Und deshalb bin ich Ihnen dankbar, Frau Ministerin Hendricks, dass Sie angekündigt haben, dass Sie sehr offen sind für Verbesserungen. Und leider wird die Debatte, und das hören wir auch heute, um die Erdgasförderung nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch hier bei uns in diesem Hause nahezu ausnahmslos mit dem fast schon missbrauchten Begriff Fracking geführt. Und mir als jemand, der von der Erdgasförderung ganz persönlich betroffen ist, kommt bei dieser ganzen Diskussion die seit Jahrzehnten praktizierte konventionelle Erdgasförderung viel zu kurz. Ich komme aus einer Gemeinde, in der wohl das größte Erdgasfördergebiet Deutschlands liegt. Und ich sage ganz offen, ich bin immer ein großer Verfechter des Bergens heimischen Erdgases gewesen. Und ich sage auch, bei uns in der Region gibt es oder gab es immer eine riesengroße Akzeptanz für die Erdgasförderung. Leider ist allerdings diese Akzeptanz durch negative Erfahrungen, die wir mit der Erdgasförderung gerade in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben, verloren gegangen. Und deshalb sage ich ganz deutlich, ja, wir brauchen dringend für die Erdgasförderung verschärfte, gute Gesetze, die sich eben an den heutigen Stand der Technik anpassen, damit großflächige Umweltverschmutzungen, wie ich sie direkt vor meiner Haustür in meiner Heimat erleben musste, zukünftig vermieden werden. Und ich sage auch, wir dürfen eben nicht nur den Begriff Fracking hinterherjagen, das wäre viel zu kurzsichtig und das löst eben langfristig die Probleme nicht. Und weil wir die Probleme langfristig lösen wollen, das Vertrauen in die heimische Erdgasförderung wiederherstellen wollen, engagieren sich zahlreiche Unionskollegen für erhebliche Verschärfungen im Bereich der Erdgasförderung. Und erst diese Woche hat die NRW-Landesgruppe die Forderungen, ich sage es mal, unserer CDU-Erdgastruppe zur Verschärfung der vorliegenden Gesetzentwürfe einstimmig unterstützt. Doch was fordern wir? Was fordern wir als CDU-Erdgasgruppe konkret? Wir fordern eine oberirdische Aufbereitung des Lagerstättenwassers durch die Technik der Ultrafiltration. Wir fordern eine echte Beweislastumkehr, damit eben Erdgas-Erdbeben-Geschädigte nicht wie bisher auf ihren finanziellen Schaden sitzen bleiben. Und wir fordern, dass die willkürlich gegriffene 3000-Meter-Grenze, die zwischen Schiefergas- und Teiggasförderung unterscheiden soll, gestrichen werden. Und wir fordern, dass auch im konventionellen Bereich eine stärkere und vor allen Dingen eine frühere Bürgerinformation stattfindet und auch eine Beteiligung stattfindet. Und außerdem fordern wir eine Begrenzung der Erprobungsmaßnahmen im Bereich des Schiefergases auf maximal 8 Forschungsbohrungen. Und ich sage hier auch, dass es eben nach Abschluss der Erprobungen eben keinen Genehmigungsautomatismus geben darf,
sondern dass das ganz normale Genehmigungsverfahren zu durchlaufen ist. Und ich verrate eben auch kein Geheimnis, dass es viele Kollegen bei uns gibt, die nach Abschluss dieser Erprobungsmaßnahmen einen Parlamentsvorbehalt erwarten, bevor man überhaupt über eine kommerzielle Förderung nachdenkt. Und ich könnte jetzt noch zahlreiche weitere Details aufführen, die wir als Union übrigens auch gemeinsam, Herr Kollege Miersch, gemeinsam besprochen und verhandelt haben, aufführen. Aber ich habe leider nur 5 Minuten Redezeit. Insofern müssen Sie auf dieses Schmankerl verzichten. Aber unsere Gruppe hätte es auch für sinnvoll gehalten, liebe Frau Hendricks, Herr Gabriel ist leider nicht mehr da, dass Sie unsere Vorschläge gerade auch bei der Aufbereitung des Lagerstättenwassers eben schon vor der Kabinettsbefassung aufgegriffen hätten. Gerade auch, weil ich weiß, dass es hierfür auch bei den Kollegen der SPD zahlreiche Fürsprecher gibt. Und wenn ich schon von Lagerstättenwasser spreche, dann komme ich zu Ihnen, zu den Grünen, meine lieben Kollegen. Sie fordern ein Verpressverbot von nicht aufbereitetem Lagerstättenwasser. Und Sie wissen, dass ich eben diese Forderung voll und ganz unterstütze. Aber wer die Grünen kennt, der weiß eben auch, wie die Grünen agieren, wenn sie denn in Regierungsverantwortung, wie zum Beispiel in Niedersachsen sind, und wenn 700 Millionen Euro Förderzins vielleicht sehr verlockend sind. Und anders als Sie das von den Grünen hier im Bundestag uns glauben machen wollen, haben Sie in Regierungsverantwortung eben keine Probleme mit der Verpressung. Und wenn ich Ihre Verbalakrobatik aus dem von Ihnen mitinitiierten niedersächsischen Bundesratsantrag einmal ausblende, sagen Sie in diesem Papier im Klartext, dass Sie befürworten, das giftige Lagerstättenwasser weiterhin wie bisher zu verpressen, weil dies für die Industrie am günstigsten ist. Dies ist grüne Politik in Regierungsverantwortung, und das hört sich eben ganz anders an als die Töne, die Sie hier heute angeschlagen haben. Und lieber Kollege Lies, mir ist noch in Erinnerung bei der Landtagswahl in Niedersachsen, wie Ihre Töne da waren. Da hatten Sie ganz anders gesprochen. Wenn hier davon gesprochen wird, links reden, rechts abbiegen, das war bei Ihnen auch anders. Hören Sie sich einfach mal an, was Herr Weil davor gesagt hat. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir jetzt verschärfte Bedingungen für die Erdgasförderung bekommen. Die gültigen Gesetze reichen eben bei weitem nicht aus. Und deshalb lassen wir uns alle gemeinsam die anstehenden parlamentarischen Beratungen nutzen, die Gesetzeslage weiter zu verschärfen, damit wir in Zukunft mit einer sicheren, einer heimischen Erdgasförderung die verloren gegangene Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung wiederherstellen. Herzlichen Dank. Andreas Mattfeld für die CDU und mit wesentlich schärferen Forderungen, was die Regelungen für die Erdgasförderung angeht. Wesentlich weitreichendere Vorschriften verlangt er, als es seinen Unionskollegen Pfeiffer und Fuchs lieb sein dürfte. Das wird intensive Diskussionen geben, beispielsweise im Wirtschaftsausschuss. Nächster Redner, Frank Schwabe für die SPD. Das kennen wir ja, dieses Papier, und da steht leider nicht so riesig viel drin. Wir könnten uns jetzt hier einigen. Sie können jetzt hier zusagen. Wir können uns jetzt darauf einigen, dass wir die Expertenkommission streichen wollen, jedenfalls klar machen wollen. Am Ende, Experten sind gut, super, die müssen uns beraten, aber am Ende kann uns doch niemand abnehmen, als Deutscher Bundestag die endgültige Entscheidung darüber zu treffen, ob Fracking in Deutschland kommerziell genutzt wird, ja oder nein. Das muss doch dieser Deutsche Bundestag entscheiden. Und wir könnten sofort hier im Deutschen Bundestag eine Einigung darüber erzielen. Wir könnten hier sofort eine Einigung erzielen darüber, dass wir das Erdöl genauso behandeln wie das Erdgas. Können Sie sofort einschlagen und sagen, machen wir mit. Und wir könnten zum Beispiel sofort eine Einigung erzielen, dass die Übergangsfristen, die jetzt im Gesetzentwurf stehen, von 5 Jahren beim Umgang mit dem Lagerstättenwasser verkürzt würden, zum Beispiel auf 3 Jahre. Wenn Sie alle hier die Hand heben oder alle nicken, könnten wir das sofort in der Großen Koalition entsprechend vereinbaren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, klipp und klar, ich weiß heute nicht, ob Fracking für Deutschland eine Option sein kann oder ob sie das nicht sein kann. Ich sage allerdings auch klipp und klar, die ökonomischen Chancen, die damit verbunden sind, die sind da. Aber die sind für mich nicht so groß, dass ich jetzt alle Zweifel beiseite lasse und sage, wir müssen ein Gesetz machen, um Fracking in Deutschland sofort zu ermöglichen. Und deswegen ist es gut, dass die beiden Ministerien einen Gesetzentwurf erarbeitet haben. Und Herr Nüßlein ist ja darauf zu Recht eingegangen. Und wir das geschafft haben, was Sie in der Koalition mit der FDP leider nie geschafft haben, zumindest ein beratungsfähiges Gesetzespaket auf den Tisch zu legen. Das haben wir jetzt. Aber noch einmal, wir können heute nicht sicher sein,
wie es ist mit der Belastung von Mensch und Umwelt. Es gibt ganz aktuell, Herr Pfeiffer, wenn Sie es mal googeln wollen, die Diskussion in den USA über Radonbelastungen und Ähnliches. Also Sie finden leider zuhauf die Probleme für die Umwelt in den Vereinigten Staaten. Deswegen wissen wir es heute eben nicht genau und deswegen können wir heute nicht Ja sagen endgültig dazu, ob es Fracking im Schiefergestein in Deutschland geben soll oder nicht geben soll. Absolutes Lob, da schließe ich mich an Herrn Nüßlein für das Umweltministerium und für das Wirtschaftsministerium, weil wir eine Regelung vorgelegt bekommen haben, die sozusagen das ist, was wir bisher im Deutschen Bundestag noch nie geschafft haben, als Vorlage zu bekommen. Ein Lob allerdings, Herr Nüßlein, war dabei, das war natürlich vergiftet. Das war, dass Sie die Expertenkommission, dass Sie die Ministerien gelobt haben für die Idee der Expertenkommission. Sie wissen ganz genau, dass die Idee der Expertenkommission entstanden ist, hier oder da, ich weiß gar nicht genau, ist gerade niemand da, nämlich im Bundeskanzleramt. Da ist die Idee der Expertenkommission entstanden und Sie können die Sozialdemokratie nicht in Haftung nehmen für diese Kommission. Ich will das klipp und klar sagen. Ich halte eine solche Kommission für eine aberwitzige Konstruktion. Experten sind dafür da, uns zu beraten. Aber wir können doch als Abgeordnete nicht unsere Verantwortung an der Garderobe des Deutschen Bundestages abgeben. Am Ende müssen wir doch vor die Wählerinnen und Wähler treten, vor die Bürger in diesem Land und sagen, am Ende wird es Fracking in einer kommerziellen Art und Weise geben, ja oder nein. Was wir erreicht haben, ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, ist wirklich deutliche Verbesserungen oder in der Diskussion zumindest zu sein für deutliche Verbesserungen im Bereich der konventionellen Erdgasförderung. Da hat sich in der Tat kaum jemand drum gekümmert. Sie in Ihren Wahlkreisen, Frau Jans, Herr Möhring, andere entsprechend in diesem Hause, aber sozusagen den Deutschen Bundestag hat dieses Thema nicht richtig erreicht bisher. Jetzt hat es den Deutschen Bundestag erreicht und deswegen ist es gut, dass es dazu weitestgehende Regelungen gibt, die es noch nie gab. Aber auch da wollen wir ran. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam im Bereich der Haftung für Erdbeben Verbesserungen in diesen Gesetzentwürfen verabreden. Wir wollen im Bereich des Lagerstättenwassers Verbesserungen verabreden. Und wir wollen auch, dass das Erdöl mit einbezogen wird in dieses Gesetzespaket. Und deswegen ist es eine gute Grundlage. Und deswegen sage ich für die SPD, wir wollen, dass das Strucksche Gesetz zur Anwendung kommt und wir eine gute Vorlagen noch besser machen im parlamentarischen Verfahren. Und wir bauen darauf, dass das sehr konstruktiv in der Großen Koalition auch gelingt. Vielen Dank. Frank Schwabe für die SPD. Und damit sind wir schon beim letzten Redner in dieser ersten Lesung von zwei Gesetzesentwürfen, die das Fracking neu regeln sollen. Und das ist Carsten Möhring für die Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Debatte jetzt mal so Revue passieren lasse, die wir gerade geführt haben, dann wundert mich das eine oder andere ganz erheblich. Herr Zebel, mich beeindruckt schon Ihre Unterstützung für den Import von Gas aus Russland, die Sie hier abgeliefert haben. Sie arbeiten mit Formulierungen, von denen Sie eigentlich wissen müssten, dass sie unzutreffend sind. Wenn Sie mal in Ihren Antrag schauen, Ende des ersten Absatzes, dann steht da immer noch so etwas wie, dabei wird eine mit gefährlichen Chemikalien versetzte Flüssigkeit mit hohem Druck in die Tiefe gepumpt, als Frackfluid. Nö. Im Gesetzentwurf steht, nicht wassergefährlich, oberhalb 3000 Meter, und schwachwassergefährlich unterhalb 3000 Meter. Ach, liebe Frau Verlinden, worauf kommt es denn an? Worauf kommt es denn an, wenn Sie jetzt zu Hause sich ein Glas Wasser nehmen und tun da 2 Teelöffel voll Salz rein? Dann sind Sie giftig. Und wenn Sie 3 Krümel reintun, dann haben Sie eine Geschmacksverbesserung. Worauf kommt es denn an? Es kommt darauf an, dass wir die Stoffe, die wir einbringen, nicht wassergefährlich oder nur schwachwassergefährlich haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und das, was Sie betreiben, nenne ich Volksverdummung. So, Herr Krischer, wer schreit, vertraut seinen Argumenten nicht. Ganz einfach. Nur ein Aspekt in Ihrer Rede, die Sie vorgetragen haben. Wie kommen Sie denn dazu eigentlich, als jemand, der sich für Klima und weltweites Klima engagiert, wie kommen Sie dazu, einen so verengten Blick auf Deutschland alleine zu fassen?
Sie wissen doch ganz genau, wir importieren 37% unseres Gases aus Russland. Und ich will das Thema Versorgungssicherheit überhaupt nicht ansprechen. Aber Sie wissen doch, unter welchen Bedingungen in Russland Gas gefördert wird. Und Sie wissen auch, wie viel Gas verloren geht auf 5000 Kilometer Pipeline-Leitungen. Und das, was dort an Methan in die Atmosphäre geht, ist ein Mehrfaches von dem, was wir bei einer Förderung hier bei uns mit unseren Umweltstandards vermeiden können. Und das nenne ich eine verengte Sichtweise, die Ihrem Anspruch auf Klimaschutz nicht gerecht wird. Das sollten Sie sich wirklich noch mal überlegen. Frau Bulling-Schröter, ein Nein führt zur Freiheit. Das habe ich allerdings noch nicht gehört. Ein Nein ist der erste Schritt zur Freiheit, haben Sie gesagt. Nein, wir bauen keine Autobahnen. Nein, wir bauen keine Infrastruktur. Nein, wir bauen keine Industrieanlagen. Nein, unsere Grundlagen für den Volkswohlstand, den wollen wir nicht. Ich nenne das nicht einen ersten Schritt zur Freiheit, sondern das nenne ich einen Schritt in die Sackgasse. Da müssten Sie schon mit Argumenten kommen und nicht einfach so mit solchen Formulierungen. Im Übrigen, Sie werfen der Koalition vor, dass Sie in dem Gesetzentwurf und den Ministerien, dass Sie in dem Gesetzentwurf nur von Trinkwasser reden und haben dann das Thema Brauereien genannt und noch mal die bayerischen Brauereien angesprochen. Herr Nüßlein hat ja schon darauf hingewiesen. Und Sie haben das vielleicht auch nicht gelesen. Auch im Gesetzentwurf steht ausdrücklich drin, dass die Länder die Möglichkeit bekommen, die Brunnen zur Förderung von Trinkwasser, von Getränken, für Mineralbrunnen, für Heilquellen, für Bierbrauereibrunnen zu schützen. Und dann nun mal am Rande. Das meiste Wasser, was im Bier verbraut wird, kommt nicht aus dem Brunnen, kommt aus der Wasserleitung. Das können Sie sich auch mal angucken. Das andere ist Marketing. So. Gestern hat Herr Müller, Co-Vorsitzender in der Endlagerkommission, einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Politiker müssen mehr in Zusammenhängen denken. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Ihr Problem im Umgang mit diesem Thema besteht darin, dass Sie nur in Schwarz oder Weiß denken, nur in Entweder oder denken. Und Sie machen es sich einfach zu leicht, wenn Sie hier sagen, wir wollen ein Fracking-Verbot. Weder die SPD noch die CDU hat versprochen, wir verbieten Fracking in Deutschland. Wir haben einen Koalitionsvertrag gemacht, in dem stehen ganz wichtige Sätze. Und an diese Sätze halten wir uns. Und der wichtigste heißt, uns geht die Sicherheit von Trinkwasser und Gesundheit vor allen anderen Dingen. Und deswegen sind wir jetzt in einem Stadium, wo wir von einer Situation, wo wir riskante Förderverfahren haben, wenngleich die auch ohne größere Unfälle stattgefunden haben in den letzten 50 Jahren, zu einem erheblich sichereren Verfahren kommen werden. Denn nach wie vor gilt, die Sicherheit geht uns vor wirtschaftlichen Interessen. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir beim Frackfluid nur nicht wassergefährdende oder schwachwassergefährdende Gemische zulassen. Und Sie sprechen immer noch von giftigen. Das ist Irreführung. Ich habe darauf hingewiesen. Wir haben aber nicht nur im Bereich des Fluids einiges getan, sondern wir haben auch schlicht und einfach eine ganze Reihe zusätzlicher Maßnahmen gemacht, die hier schon erwähnt worden sind. Ausschlussgebiete. Wir ermöglichen den Ländern, die unter bestimmten Bedingungen auszuweiten. Und es gilt nach wie vor im Wasserhaushaltsgesetz der Besorgnisgrundsatz. Deswegen arbeiten wir bei diesem Gesetz mit Hosenträger und Gürtel, mit dem obersten Satz Besorgnisgrundsatz und zusätzlich Ausschlussgebieten in einem erheblichen Umfang, sozusagen in doppelter Sicherung, gerade weil wir auf die Bedenken in der Bevölkerung eingehen. Und dazu gehören auch die Dinge wie die Einführung der UVP-Pflicht für die Form von Förderung, die wir seit zig Jahren betreiben, eben zum Beispiel für das Fracken im sogenannten konventionellen Bereich. Streiten wir uns nicht um Worte, wir wissen, was gemeint ist. Das ist die Form, die wir bisher über viele Jahre erprobt und praktiziert haben, ohne größere Probleme. So, Expertenkommission. Es ist doch eine Chimäre, wenn man argumentiert, wir überlassen der Expertenkommission eine Aufgabe, die nur der Bundestag zu erfüllen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns sicher noch mal intensiv über diese Frage unterhalten. Aber
Unsere Verantwortung nehmen wir vor mit einer Verabschiedung eines Gesetzes heute. Und in diesem Gesetz definieren wir, was nach unserer Meinung zulässig oder nicht zulässig sein soll. Auch wenn wir in einem späteren Gesetz nochmal regeln würden, wären wir von einem Votum von Experten abhängig. Daran würde sich gar nichts ändern. Es ändert sich aber sehr wohl etwas, wenn wir eine solche Erprobung mit dieser Expertengruppenbegleitung nicht machen würden. Denn es ist korrekt, wir haben in einer bestimmten Förderung bisher keine Erfahrungen. Und wir müssen aber wissen, wie wir das machen. Wir müssen wissen, ob das Fluid, was im Labor funktionieren soll, auch in der Realität funktioniert. Wir müssen wissen, ob es möglich ist, Fracks zu beherrschen in Horizonten, die vielleicht nur 20 Meter mächtig sind, wo wir 1 bis 2 Kilometer horizontal bohren, um diese Gebiete zu erschließen. Wir müssen wissen, wie hoch die Ausbeutungsquote ist, die wir bei diesen Vorkommen haben werden. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, Unternehmen haben ein Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen können. Unsere Verantwortung, unsere Aufgabe als Politiker ist es, die Grundlagen für unseren Wohlstand, für unsere Arbeitsplätze, für unsere Wirtschaftsstärke weiter zu stärken und zu entwickeln. Und unsere Verantwortung als Politiker ist es, das mit einer gesunden Umwelt zu verknüpfen und dieses Gesetzespaket auch mit all den Änderungen, über die wir noch reden werden, von Lagerstätten, Wasserversenkung bis zu allen anderen Punkten, die hier angestrebt werden. Unsere Aufgabe ist es, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen. Ich bin sicher, wir werden das erreichen. Und die hier manchmal etwas hämisch angesprochene Diskussion innerhalb der Fraktionen ist ein Bestandteil dieses Prozesses. Und es ist völlig legitim, dass man hier einen Ausgleich sucht und eine intensive Diskussion führt. Das tun wir innerhalb unserer Fraktion, das tut die SPD in ihrer Fraktion und das werden wir gemeinsam tun, um zu einem Gesetzentwurf zu kommen, das die zurzeit unhaltbare Situation verbessert. Und ich bin sicher, wir werden zu einem guten Ergebnis kommen und am Ende des Prozesses sagen können, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das, was hier drin ist, wird weiterhin trinkbar sein und von uns geschützt werden. Zum Wohl. Und Carsten Möhring nimmt einen Schluck aus seinem Wasserglas und beendet damit auch die erste Beratung von 2 Gesetzentwürfen der Bundesregierung, die neue Regeln sollen, das Erkunden und Fördern von Gas- und Ölvorkommen aus tiefen Gesteinsschichten, des sogenannten Fracking. Da werden jetzt die beiden Gesetzentwürfe als auch ein Antrag der Linksfraktion, die sich für ein komplettes Verbot des Fracking in Deutschland ausspricht, in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Das sind der Wirtschaftsausschuss und vor allem auch der Umweltausschuss. Und dann wird auch noch abgestimmt über einen Antrag der Grünen, der bereits in den Ausschüssen diskutiert worden ist und folglich hier mehrheitlich wohl auch abgelehnt werden wird.